Hallo und herzlich willkommen zum Breaking Heads Podcast Nummer 68. Ich bin der Fred und heute gibt es einen Codex Review Podcast. Wir haben die World Eaters heute auf dem Programm und ich bin nicht alleine hier. Ich habe mir noch jemanden dazugeholt, nämlich den Arne. Hi Arne. Hallo. Schön, dass du bei mir bist. Arne ist wirklich sehr passend, spielt auch gerade World Eaters in einem internationalen TDS-Teamturnier. Sowieso gerne jemand, der aggressive Armeen spielt. Und deswegen würde ich zusammen mit Arne euch heute die World Eaters näher bringen. Neuer Codex, im Grunde eine Subfaction, aber inzwischen ja quasi mit einem eigenen Buch und man kann sie ganz alleine spielen. Ich glaube, da freuen sich eine Menge World Eater-Fans da draußen. Wir werden, wie auch sonst immer in unseren Codex-Reviews, euch im Teil 1 näher bringen, was man als Gegner der Fraktion wissen muss über diese Fraktion. Also für alle Leute, die jetzt demnächst im Club zu Hause oder auf dem Turnier gegen World Eaters spielen müssen, hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Und im Teil 2 dieses Podcasts gehen wir dann in zwei, vielleicht sogar drei Armeelisten ins Detail rein. Und dieser Teil ist dann speziell für alle Spielerinnen und Spieler der World Eaters vorgesehen. Also alle, die es nochmal ganz genau wissen wollen, wie die Kombos dann in der Armeeliste und auch beim Spielplan zusammenfließen. Das ist, ihr könnt den Podcast wie immer auch jetzt sowohl auf YouTube als auch auf iTunes, Spotify und Co. hören. Und ja, Arne, lass uns mal einsteigen. Du hast dich ordentlich mit den World Eaters beschäftigt. Nachdem die, wie soll ich das sagen, mit den sozusagen, du hast ja sehr viel rumexperimentiert, seit du keine Harlequins mehr spielst. Jetzt hast du wieder eine aggressive Armee. World Eaters, das könnte vom Fluff her aggressiver sein als das. Sag doch mal, wie würdest du diese Armee jemanden beschreiben, der jetzt noch keine Ahnung hat, was jetzt das schon wieder irgendwie für eine Chaos-Legion ist, die GW da ausgepackt hat? Also, ehrlich gesagt, meine sozusagen die nächsten Verwandten zu den World Eaters sind die Space Wolves, meiner Meinung nach. Oh, cool. Weil du im Endeffekt, du so ein bisschen, welche Tools du hast, ändert sich, aber im Endeffekt hast du einen Haufen komplett verrückte Nahkampf-Marines, die laut schreiend auf den Gegner zurennen wollen eigentlich. Aber dann hast du da meist einen taktischen Piloten, der sich entscheidet, nicht komplett auf den Gegner zuzurennen und stattdessen so diese ganzen Gotchas, die man halt hat, also bei Space Wolves sind dann 6er Heroic Fight Last, hier ist es 6er Heroic Blood Surge, Fight on Death, all die Dinge, die die World Eaters so tun, nutzt, um ja sozusagen Space auf dem Board zu kontrollieren, es dem Gegner super schwer zu machen, in die Marker, die man hält, rein zu pushen. Und einfach sozusagen zu sagen, ja, du leb mal bitte da hinten in deiner Deployment Zone, weil alles außerhalb deiner Deployment Zone ist ganz scary und da sind ganz viel verrückte Nahkampf-Marines unterwegs. Und wir haben eine Menge Regeln jetzt bei den World Eaters, die sozusagen nicht nur wie die Space Wolves sagen, ja, ich kann übrigens hier ruhig intervenieren, das ist eine Grundregel, die kann ich jetzt auch mit meiner ganzen Armee, sondern noch irgendwelche neuen Regeln dazukommen, die man nicht auf dem Schirm hat und deswegen man sich am liebsten, wie du sagst, hinten in der Ecke verkriechen möchte. Und ich meine, das fängt gleich an mit irgendwie so, das Spiel beginnt und erstmal direkt ein Pregame-Move und dann plötzlich stehen die 4 Zoll vor oder 2 Zoll vor deiner Aufstellungszone. Und du bist so, warte, was? Du standst doch eben noch da hinten. So. Die haben schon richtig viel so Sachen, wo du einfach die ganze Zeit drüber nachdenken musst, die dir die ganze Zeit das Spielen schwer machen. Und sind schneller als man denkt. Das klingt nach einer echt interessanten Nahkampfarmee. Also würdest du auch sagen, auf jeden Fall, ne? Die World Eaters sind eine Nahkampfarmee. Ja, auf jeden Fall. Also der ganze Codex hat irgendwie 3 Guns. Und dabei zähle ich die Boltpistole vom Invocatus mit. Nein, das ist natürlich, das stimmt natürlich nicht so. Aber, you know, es gibt irgendwie Predators und Land Raiders da drin, aber es ist schon alles Nahkampf. Also wenn man eine World Eater-Armee vor sich sieht, die sozusagen auf das kompetitive Spiel ausgelegt ist, dann kann man jetzt erwarten, man hat einen Haufen Nahkämpfer gegenüber. Die laufen jetzt erstaunlicherweise auch vor allem zu Fuß, ist das richtig? Rhinos sind immer noch ein Mainstay in der Armee. Mhm. Du wirst auf jeden Fall, also Rhinos oder andere Transporter wird man auf dem Tisch sehen. Die
Blood Angels, Blood Angels, die World Eaters, sind gleichzeitig damit gestraft, fast keine Command Phase zu haben, aber auch haben eben den Vorteil, dass ihre ganzen Buffs nicht aus der Command Phase kommen. Das heißt, du kannst in Transportern sitzen, ohne jetzt irgendwie all deine Effizienz zu verlieren. Das ist nicht so wie bei Sisters, wo die Repentier aus dem Transporter halb so effektiv sind. So. Oder wie bei Guard, wo wir jetzt, ne, der letzte neue Codex, wo du quasi. Genau, genau. Du musst immer schauen, dass du am Ende deiner Runde da stehst, wo du dann am Anfang der nächsten Runde stehen willst, damit du dann deine Buffs kriegst. Das haben die World Eaters nicht. Nee, die World Eaters Buffs sind, also natürlich, es gibt Angron, der hat eine Chapter Master Ability, so. Mhm. Aber das war's dann auch schon wieder. An Command Phase Buffs eigentlich. Cool. Dann lass uns mal schauen, was jetzt, du hast ja schon ein paar Änderungen angesprochen, was so die größten Änderungen sind. Hier mit den Änderungen in unserem, also im Codex-Video wollen wir uns auch immer ein bisschen gucken, weil das, finde ich, ein guter Übergang ist, wie man sozusagen versucht, eine neue Armee zu verstehen oder die neuen Regeln einer Armee zu verstehen, wenn man sich mal vergleicht, wie waren das früher. Das ist mit den World Eaters jetzt ein bisschen schwieriger, weil die sind jetzt mit dem neuen Buch zum ersten Mal zu so einer, wie soll ich das sagen, einer großen Legion geworden, also eine Legion, die ein eigenes Buch hat und damit auch eigene Einheiten, abgesehen von den normalen Berserkern. Ne? Es gibt jetzt, bitte korrigiere mich, es gibt die Exalted, es gibt die Eightbound, das sind quasi besonders große, fiese, von Dämonen besessenen Kornberserker, und davon auch zwei Stück. Da gibt es natürlich Angron, den Primarchen, also ein Lord of War. Ich glaube, zwei Charaktere sind auch neu dazugekommen. Ist das richtig? Lord Invocatus, der Named Character Lord of Juggernaut. Und ich glaube auch, der Lord of Juggernaut war vorher eventuell, also den gab es früher schon. Den gab es schon. Eventuell war der Legends, vielleicht war der im Chaos Basement Codex nicht mehr drin. Ja, genau. Genau, also der war im Chaos Basement Codex nicht mehr. Also, die haben jetzt quasi wie, keine Ahnung, wie die. Death Guard haben sie jetzt quasi eigene Datasheets, die nur sie selber haben. Natürlich dann ein bisschen weniger, also nicht so viele Varianten. Und vorher gab es World Eaters schon als Unterfraktion der Chaos Space Marines, sowohl im alten Kodex der Chaos Space Marines. Wir haben vorhin mal geguckt und geschaut, wo hat man das denn überhaupt auf Turnieren gesehen, und man hat es quasi fast gar nicht gesehen. Wir haben einmal, es war ziemlich cool, auf dem Breaking Heads Cup in Deutschland, ein Turnier in Deutschland gefunden, wo jemand, wie viel waren es noch? Anna, ich hatte es doch irgendwo eben. Wie viel Kornberserker waren? Wie viel Kornberserker waren? Ich möchte eigentlich mit alle antworten. Genau. Aber lass mich die Zahl nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Units. Na gut, 6 Troop Choices. Jeweils grob 10 Kornberserker pro Unit. Genau, also 60 Berserker in 6 Rhinos. 60 Berserker in 5 Rhinos, genau. Aber, oh, okay. Und Khan the Betrayer ist auch dabei. Also solche Meme-Listen hatten wir vielleicht mal auf dem Turnier mit den ganz alten World Eaters. Teilweise auch konnten die Spiele gewinnen, aber definitiv haben die nicht wirklich oben mitgespielt. Dann haben wir in ganz entlegenen Orten nochmal mit dem neuen Codex World Eaters gesehen, aber da hat man sich auch immer gefragt, okay, warum World Eaters, wenn nicht eigentlich die ganzen anderen neuen starken Sachen, die ja die Chaos Space Marines im neuen Codex bekommen haben. Also World Eaters waren absolutes Randphänomen, bevor sie jetzt den Codex bekommen haben. Ja. Ist ganz also, schwer so zu sagen. Also vielleicht machen wir uns den Vergleich besser gar nicht, wie waren World Eaters früher, sondern wie sind World Eaters im Vergleich dazu, wie ist es jetzt mit World Eaters, dass sie keine Chaos Space Marine Unterfraktion mehr sind. Also sie verlieren alle solche Chaos Space Marine Spezialeinheiten, sowas wie Havocs oder Raptors oder auch Warp Talons. Also die haben, wenn ich richtig, gar keine Sprunginfanterie mehr dabei. Die haben keine Obliterators. Ja. Sie behalten aber tatsächlich die ganzen Fahrzeugvarianten, also es gibt einen World Eater Land Raider, es gibt World Eater Predator, es gibt die Hellbrute. Sie behalten die ganzen Demon Engines, also ich glaube Hellbrute ist ja auch eine Demon Engine, aber vorhin diese Forge Fiends und sowas und den Helldrake. Mhm. Spawns sind dabei, also die Chaos Spawns und auch alles, was an Forge World
vorher für Sie verfügbar war oder was quasi für alle Chaos Basements verfügbar ist, ist jetzt auch für World Eaters weiterhin verfügbar. Ja. Ja, und Auch was sie noch bekommen, ich möchte es nur kurz ansprechen, ist der Corn Lord of Skulls. Das Ding Ach ist so. natürlich irgendwo ein Meme, aber wir werden mal sehen, jetzt auch mit Vashtor, ob irgendjemand witzige Dinge mit dem Corn Lord of Skull noch anstellt. Darüber will ich jetzt aber sonst heute eigentlich nicht viel reden, weil ich glaube, noch hat niemand irgendwas Cooles mit dem gefunden. Und er Der ist ist auch. erstmal nur ein 575-Punkte-Dude, Boah. der irgendwie rumsteht und Dinge haut. Ja, der war mal relativ preiswert, dass man den sogar mal in zwei oder dreimal in irgendwelchen Listen irgendwann hatte, aber ich glaube, das ist lange Ja, vorbei, ne? das ist lange her. Das war alles noch 8. Edition, wo der gut war. Okay, Wo es schade. noch das Konzept von einem Core-Keyword nicht gab. Also wir verlieren, ich sag mal so, schnellere Infanterie, also Biker natürlich auch für den Biker und so irgendwie alles, was so an Infanterie schießt. Wir kriegen aber sehr viel stärkere Nahkampfinfanterie in Form dieser neuen Eight Bounds dazu. Und wir können jetzt World Eaters in zwei verschiedenen Varianten spielen. Das ist erstmal irgendwie ein bisschen kompliziert, sich da reinzudenken, aber im Grunde ist der World Eater Codex sogar ziemlich simpel aufgebaut, weil er ja sehr wenig Datasheets hat und auch sehr viel weniger Stratagems, Relikte und so weiter hat. Die zwei Varianten, wie man das spielen kann, ist einmal, man spielt World Eaters, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ja, es ist World Eaters, nämlich wo es dann, ich sag mal, die Chaos Space Marine Variante der World Eaters sind, da kann man eben alles, was im Codex ist, spielen, plus die Fortschrittssachen und man kann das alliieren, wenn man möchte, über die neue Battle Brothers Regel von Arcs of Omen mit entweder Khorne Dämonen oder Dreadblade Chaos Knights. Knights. So, und dann gibt es noch die Disciples of the Red Angel und das sind im Prinzip die Khorne-Dämonen World Eaters. Ist das richtig? Ja, also sie sind rein technisch gesehen keine Army of Renown, weil es nicht dran steht, aber sie funktionieren exakt wie eine Army of Renown. Also, wenn ihr euch irgendwie fragt, was das ist, es ist im Endeffekt eine Army of Renown, die in den Codex gedruckt ist, genauso wie du ihr das hatten bei, ah, das hatte doch noch jemand vor kurzem. Ach so, Demons hatten das mit den Disciples of Bellacor zum Beispiel, wo Richtig, eine genau. Army of Renown in den Codex gedruckt wurde. Oder Freelance, wie Stimmt, heißt das? Freelance Knights, ja. Ja, genau, Imperial Freeblades. Knights. Ja. Die Disciples of the Red Angels haben die Restriction, dass sie basically nur Dämoneneinheiten nehmen dürfen aus dem Codex. Also sozusagen Einheiten im Codex, die das Demon Keyword haben. Oder Land Raider. Wo mir Malte gesagt hat, flufftechnisch hat der auch einen Dämonen in sich drin, eventuell. Also ist das auch genau passend? Das, klar, Demonic Machine Spirit oder so. Klingt sinnvoll. Genau, das bedeutet, man ist da total eingeschränkt. Also von irgendwie den, ich weiß nicht, man hat, ich glaube, 21 Datasheets im Codex oder so, darf man nur noch so 8, 9 spielen, glaube ich. Und von den irgendwie zig Forge World Datasheets, die der Codex normalerweise nehmen darf, darf man noch so ein, zwei nehmen. Was man dafür bekommt, ist andere Stratagems, andere Relics, andere Warlord Traits, wobei das, nee, keine anderen Warlord Traits, weil in der Liste muss Angron drin sein und Angron muss dein Warlord sein und damit kannst du überhaupt keinen Warlord Trait wählen, außer den von Angron. Ja, damit haben wir auch eine wichtige Änderung. Die World Eaters sind von dem Codex-Aufbau quasi wie die Chaos-Dämonen. Es gibt kein Stratagem in dem Buch, womit man Warlord-Traits reinkriegt. Das heißt, der Warlord-Trade kommt nur über das quasi Grand Tournament-Stratagem, von was jetzt quasi gerade Arcs of Omen ist und das sagt, dein Warlord darf einen Warlord-Trade kriegen. Und wenn man Angron spielt, was man in der Disciples of Red Angel machen muss, dann muss immer er der Warlord sein und dann kann man auch nur ihm einen Warlord-Trade geben. Das heißt, man hat im Prinzip keine Wall Trade, man hat nur Angold. Genau. Und was man dafür bekommt, außer eben anderen Relics und anderen Stratagems, und zwar nicht, das ist jetzt wichtig, bei allen Army of Renowns kriegt man zusätzliche Stratagems und zusätzliche Relics. Hier ist es, man kriegt anstattdessen diese Stratagems und stattdessen diese Relics. Man verliert die World Eater Stratagems und Relics, wenn man Disciples of the Red Angels spielt.
Was man dafür bekommt, ist OPSEC auf den 8-Bound. Da man ja Wie schließlich sonst? keinerlei Troop Choices nehmen darf mehr. Genau, die neuen größeren, fetteren, dämonischeren Kornberserker, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die 8-Bounds, die sind jetzt halt, sind immer, bleiben noch Elite, aber kriegen OPSEC. Jo. Ich glaube, wir werden nachher die, gerade in Teil 2, wo wir verschiedene Listen besprechen, nochmal stark gegenüberstellen, weil man im Prinzip ja wirklich, nur man tauscht halt sozusagen eine Seite Stratagems gegen eine andere Seite Stratagems komplett aus. 8-Bones, würde ich sagen, werden stärker, während man quasi auch die starken, ja, wobei muss man auch nicht sagen, vielleicht werden Exalted 8-Bones vor allem stärker. Ja, ne? Und bei den anderen Exalted 8-Bones ist es so, werden stärker. Mit Disciples of the Red Angels, weil Exalted 8-Bounds die ganzen World Eater Stratagems nicht benutzen dürfen. Mhm. Und entsprechend die Disciples of the Red Angels Stratagems haben die Vorteile, dass die fast alle nicht core-locked sind. Und entsprechend funktionieren die zum Beispiel auf die Exalted 8-Bound. Ja. Man tauscht im Endeffekt ein Set an Tricks gegen ein anderes Set an Tricks aus. Wir können da, wenn wir auf die Gotchas eingehen, müssen wir es wahrscheinlich splitten. Und einmal die World Eaters Gotchas und einmal die Disciples of the Red Angels Gotchas erwähnen, weil die sind schon sehr unterschiedlich. Ja, ja. Für alle, die sozusagen Interesse haben, die Disciples of the Red Angels sich mal genauer anzuschauen, das Einfachste ist, man kann das in Battlescribe tatsächlich auch anklicken. Wenn man, ich glaube, da kriegt man dann Subfaction unter den Conjurations und dann klickt man nicht auf World Eaters, sondern auf Disciples of Red Angel und dann werden einem schon gefiltert, was man alles nehmen kann. Oder wenn ihr das einfach nur nachlesen wollt, könnt ihr auch bei Warpedia eben auch nach Disciples of the Red Angel schauen und dann sieht man schon, was man alles noch nehmen darf und was eben. Also und alles, was man nicht nehmen darf, ist ausgeblendet, weil man natürlich auch erstmal gucken muss, okay, was ist denn eigentlich alles ein Korn Demon in diesem Buch noch? Wie du schon gesagt hast, es fällt sehr viel weg, gerade bei Forge World, was sonst für die normalen World Eaters noch ja, fast 50% der verfügbaren Data Sheets ausmacht, verliert man richtig viel. Ich glaube, irgendwie, man hat noch drei Stück oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich hatte es vorhin geguckt, aber es ist wirklich, man kann es an einer Hand zählen. Man hat vier Stück. Vier Stück, zwei davon Lord of Wars. Hat man dann noch Forge World Data Sheets? Und ich glaube tatsächlich, ursprünglich machen Forge World Data Sheets mehr als 50% der verfügbaren Datasheets für den Codex aus. Mhm. Weil der Codex selber hat wirklich nicht mehr so viele Datasheets drin. Natürlich ist das ein bisschen inflated mit den ganzen unterschiedlichen Sekaren-Varianten und so. Ja, okay. Aber, sure. Okay, lass uns mal so die Änderungen. Jetzt wissen wir, wie wir einen eine World Eater Armee ungefähr bauen. Wissen, was da uns ungefähr gegenübersteht. Nahkampfarmeen mit vielen Tricks. Ich überlege gerade, ob wir uns, bevor wir uns mit den Gotchas beschäftigen, vielleicht schon mit den verschiedenen Armeekonzepten, die wir so sehen, beschäftigen. Weil du ja auch gesagt hast, ne, die sind eben dann auch anders, die Gotchas. Was siehst du denn für Armeetypen, die man jetzt mit den neuen, ich sag mal, weniger Datasheets, aber sozusagen stärkeren Datasheets bauen kann. Als, sag ich mal, Mono-World-Eaters vielleicht. Also, ich sehe erstmal so, ich fange mal einfach da an, was ich spiele gerade, weil ich spiele gerade eine sehr auf Berserker basierende Liste, die ganz viel so diese Fight-Face-Tricks und das extra Out-of-Face-Movement, was man bekommt von den World-Eaters, benutzt, um möglichst um super nervig darin zu sein, Marker zu halten, im Endeffekt. Um mich auf Marker zu stellen, da vielleicht auch Banner zu raisen und zu sagen, du kriegst mich hier nie wieder weg, weil die halt richtig eklig anzugehen sind. Dann lass uns mal über Berserker reden. Die sind ja dann auch ein bisschen der Kern, ne? Ja, Berserker sind ich sag mal, wenn du die Nicht-Disciples, die normalen World Eaters spielst, sind Berserker, glaube ich, sofort der Kern deiner Armee. Die sind einfach richtig nice. Also erstmal, sie sind Troops, sie sind OPSEC, sie sind Core. Das heißt, alle Buffs funktionieren auf sie. Und ihre Base, so Statline
kommt mit 4 Attacken und einer Base-Stärke von 5 rein. Das dann natürlich der World Eaters Chapter Tactic, was wir bis jetzt geschafft haben, noch nicht zu erwähnen, ist plus eine Attacke und plus eine Stärke in der ersten Runde vom Nahkampf. Also und die haben übrigens auch alle gecharged, immer heroiced und wurde gecharged. Genau, die haben hat man übrigens auch immer, ganz egal, ob man World Eaters oder World Eaters spielt oder Disciples of the Red Angel World Eaters. Genau. Und die hat auch inzwischen jeder. Also das ist nicht mehr so, altes Chaosbuch hatte das ja so, oh ja, die Infanterie kriegt das. So. Das war immer traurig, ja. Ja, inzwischen, okay, das ist aber sehr alt. Also das ist ja auch schon im Chaos Basement Codex so gewesen. Das heißt aber, dass, keine Ahnung, auch der Land Raider kriegt plus 1 Stärke, wenn du ihn chargest. So. Die sind also jetzt unterwegs, die Berserker, mit Stärke 6 und 5 Attacken pro Modell. Der Squad dann also mit 26 Attacken unterwegs. Stärke 6, AP 2, 1 Schaden. Ist eine super angenehme Statline, mit der man einfach so, ja, ich sag mal, nicht schlecht, ne? Ist gegen nichts so wirklich schlecht, weil du hast genug AP, dass du auch mal einen Thermi auf die 4 oder Sturmschild-Thermi nur auf die 3, aber da gibt's Wege drumrum, du kannst später plus 1 AP kriegen. Dann packst du auch den Sturmschild-Thermi auf die 4. Du kannst irgendwie, du hast genug Stärke, dass du selbst einen Custodes auf die 3 verwundest und ihn zwingst, Stratagems zu nutzen. Du hast irgendwie, du bist Damage 1, das heißt, dich interessieren auch diese ganzen Minus One Damage und so Sachen nicht. Ist einfach so, ich sag mal, es ist eine sehr angenehme Statline, die einfach so ein bisschen funktioniert. Struggled mit Fahrzeugen, weil Toughness 7, aber pro 5 Berserkern nimmst du immer einen mit dem Eviscerator mit für 5 Punkte und der kommt dann an mit Stärke 9 AP, viel zu viel, 2 Schaden. Auch 5 Attacken. Solide. Auch 5 Attacken, genau. AP viel zu viel ist AP 4. So. Also Stärke 9, AP 4, 2 Schaden, 5 Attacken davon, damit du auch nochmal einem Fahrzeug wehtun kannst, damit du auch nochmal, you know, Space Marines. Mhm. Der eine Dude frisst fast den Squad Space Marines. So. Ja, ja. Der Rest muss nur drumrum stehen und noch ein bisschen mithelfen. Also, ja. Da, also für 22 die Punkte ist der natürlich jetzt schon sehr viel teurer als irgendwie nur noch so ein normaler Primaris Marine auf der anderen Seite oder so weiter. Aber der kann sich schon echt sehen lassen. Ne? Der hat 2 Leben, der hat keiner auf Content mehr. Mhm. Aber ich glaube, also vor allem die Bewegungssachen und die ganzen Treasure Gems, die ihn ausmachen, sollten wir jetzt, glaube ich, mal angehen. Weil, also deswegen spielen wir den. Ne? Wenn wir nur dieses Profil hätten, würden wir ihn nicht spielen. Ja, sure. Also dieses Profil mit OPSEC ist natürlich auch an sich nicht schlecht. So, 120 Punkte, schön beefige OPSEC-Unit, die was verprügeln kann. Aber wo es halt cool wird, ist 6 Zoll heroisch intervenieren. Fight on Death für einen CP 6 Zoll heroisch intervenieren. Für einen CP Fight on Death für die ganze Unit. Für einen CP, wenn sie eine Ikone gekauft haben, ihren Charge auf 3W6 machen. Und Discard Lowest. Discard Lowest, natürlich. Die beiden höchsten nehmen. Und dann haben sie noch ein Stratagem, um Mortal Wounds zu machen im Nahkampf auf 6 into Wound. Es gibt nur 4 Stratagems, die Khorne Berserker benutzen können. Aber alle 4 Stratagems sind gut. So. Ja, ja. Es gibt nicht irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, das Gene Rod Might oder was auch immer, wo du irgendwie 20 Stratagems hast, die ein Primary Space Marine nutzen kann. Und davon sind 2, die man benutzt. Und der Rest ist irgendwie, ja, gibt's halt auch noch. Hier gibt es 4 Stratagems, 1 CP jeweils. Alle 4 sind fantastisch. Und alle 4 nutze ich in einem durchschnittlichen Spiel. Häufig mehrfach. So. Ja, finde ich auch richtig angenehm übrigens beim Lesen. Und sozusagen, sich den Codex aneignen. Ne? Man hat irgendwie die Sachen, die man braucht und die sind da und es gibt nicht irgendwie so viel Zeug, was man irgendwie liest und dann wieder vergisst, weil es irgendwie so unnötig ist oder super situativ. Ja. Was auch noch dazu kommt, ist die Datasheet-Ability Blood Surge. Die ist so ein bisschen, was Berserker jetzt strange macht. Und zwar, wann immer die Berserker beschossen werden, wenn mindestens ein Modell stirbt aus der Unit,
dürfen sie danach, und das ist eine Entscheidung vom Spieler, dürfen sich entscheiden, einen Blood Surge Move zu machen. Wenn sie sich entscheiden, einen Blood Surge Move zu machen, würfeln sie einen W6 und bewegen sich so viele Zoll oder bis zu so viele Zoll gerade auf den nächsten Gegner zu. Das ist relativ strikt. Man kann sich damit nicht irgendwie, es ist nicht wie ein Pile-In, wo man zur Seite laufen kann und am Ende aber näher dran endet, sondern man muss gerade auf den Gegner zulaufen. Der Move, den du machst, muss so nah wie möglich am Gegner enden. Aber trotzdem bedeutet das, jedes Mal, wenn die beschossen werden, können sie sich, wenn sie möchten, neu positionieren. Und das macht es super schwer, damit umzugehen, wo die sozusagen, wo die sein werden. So. Das ist noch ganz wichtig, wenn dieser Blood Surge Move sie in Engagement Range von einer Unit bringt, dann sind die halt jetzt engaged. Die dürfen mit diesem Blood Surge Move in Engagement Range von Units reinlaufen. Nur die nächste gegnerische Einheit kann reingelaufen werden. Du kannst nicht den Blood Surge Move so machen, dass du absichtlich mehrere Units reinziehst. Wobei ich jetzt prüfen müsste. Warte. Lass uns mal das nochmal genau aufdröseln, weil das ist, finde ich, also das, die anderen Sachen kannten wir schon. Wir kannten schon Fight on Death, also Einheit kämpfen, nachdem sie gestorben sind. Ist inzwischen auch, ne, wie wir das bei all diesen Regeln haben, so immer limitiert. Also wenn du mit den Kornbeserkern oder einer anderen Core-Einheit deiner World Eaters schon irgendwie gekämpft hast und danach stirbst, dann darfst du nicht über dieses Stratagem nochmal kämpfen. Wir kennen auch schon die horische Intervention. Wichtig ist auch, hier ist es nicht so, wie bei manchen anderen Stratagems, dass die Kornbeserker überhaupt oder die Core-Einheiten überhaupt heroisch intervenieren dürfen und die Charaktere 6 Zoll, sondern du darfst hier mit 6 Zoll heroisch intervenieren. Also du bist quasi schon kriegst quasi schon die große heroische Intervention mit den Core-Einheiten. Und jetzt dieser Blood Surge Move. Das ist quasi was. Also ich meine, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie über verschiedene Kodizes und Editionen auch schon Versuche gesehen, solche Regeln einzubinden, aber die ist jetzt quasi komplett neu in der 9. Edition. Du hast ja auch gesagt, ne, man kann sich das aussuchen, ob man es macht oder nicht. Tatsächlich, ich war mir auch nicht sicher, dass man, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass man es ja genau den geraden Move machen muss, weil da steht, move as close as possible to the closest enemy unit. Also man muss wirklich auf geradem Weg so nah wie möglich an die gegnerische Einheit ran. Was ich mich auch beim Lesen und auch beim dagegen Spielen nochmal fragen musste, ist, ach, wie genau ist denn das jetzt gemeint? Ist das jetzt modellweise oder ist es einheitenweise? Ich glaube, vielleicht korrigiere mich oder sag mir, wie du das interpretierst, ich glaube, es ist komplett einheitenweise. Also ich gucke, nachdem die Einheit Modell verloren hat, wer ist jetzt insgesamt die nächste Einheit für meine Einheit Kornbeserker? Und meine gesamte Kornbeserker-Einheit muss sich so nah wie möglich an diese Einheit dran bewegen. Nein. Hier steht im Text, jedes Modell in dieser Einheit kann sich so viele Zoll bewegen und muss diesen Move so nah wie möglich an der nächsten gegnerischen Einheit enden. Das ist ganz explizit auf each model in this unit geschrieben. Aber der zweite Teil, dieses mit wem du in Engagement Range enden darfst, ist auf der Unit Basis. Also deine Unit darf nur eine gegnerische Unit taggen. Und zwar auch nur die gegnerische Unit, die am nächsten dran ist. Ah, also muss aber ich zwei jedes Sachen... Modell darf sich auf die nächste gegnerische Einheit zu bewegen für dieses Modell. Also muss ich zwei verschiedene Sachen prüfen, wenn ich diesen Blood Surge Move mache. Einmal, also natürlich auch nur, wenn der Gegner was in 7 Zoll hat, weil sonst, oder sozusagen, ist es überhaupt relevant wäre, dass man in Engagement Range mit einer Einheit kommt. Aber wenn das quasi irgendwie relevant ist, dann muss ich gucken, okay, ich habe jetzt auf der rechten Seite, keine Ahnung, da stehen jetzt ein Rhino und da stehen noch, auf der anderen Seite stehen 5 Infiltrator. Und dann muss ich gucken, okay, ist das Rhino von einem, also zu meiner Einheit, das heißt zu irgendeinem Modell, das nächste, also keine Ahnung, 6,1 Zoll und oder die Infiltrator und wenn die Infiltrator quasi zu dem irgendeinem Modell meiner Einheit näher als 6,1 ist, dann ist das die nächste Unit für die gesamte Unit, das heißt, ich darf nur in Engagement Range zu der Infiltrator-Einheit, aber wenn ich dann die Bewegung für jedes einzelne Modell mache, bewege ich sie
Also wirklich ein paar zu den Infiltratoren hin und ein paar zu den zum Rhino, weil ich halt für jedes Modell nochmal einzeln schaue. Genau. Und darum ist es Oh, gar auch nicht einfach. wichtig, das ist gar nicht einfach. Darum ist es auch wichtig, dass in der Regel drinsteht, du wägst dich bis zu so viele Zoll, wie du gewürfelt hast. Weil Ja. sonst würdest du ganz häufig die Situation haben, dass rechts was näher dran ist und links was näher dran unterschiedlich. Und du wirfst eine Ja. 6 und jedes Modell muss sich jetzt genau 6 Zoll bewegen und deine Coherency bricht. Und das geht ja nicht. Deshalb ist eben dieses bis zu so viel Zoll wichtig, damit du dann sagen kannst, okay, hier rechts bewege ich sozusagen so viel ich kann. Und links, die bewegen sich halt weniger, um die Coherency zu halten. So, weil du darfst dich ja nicht out of Coherency bewegen, auch mit dem Blood Surge nicht. Aber das heißt auch, dass wenn ich zum Beispiel, also ne, auf der Wache ist jetzt, auf der linken Seite ist die nächste Einheit für meine gesamte Einheit. Auf der rechten Ja. Seite ist auch eine Einheit, die für manche meiner Modelle Aber näher ist. näher ist als die linke Einheit. Das heißt, ich gehe jetzt hin und ich bewege meine linken Modelle, zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt 5 gewürfelt, 5 Zoll auf dich zu. Und dann muss ich schauen für die anderen Einheiten, anderen Modelle, die auf der rechten Seite, die sich eigentlich zum Rhino, zu der rechten Einheit bewegen müssen, dass ich sie so weit auf die Einheit zubewege, dass sie näher an die Einheit kommen, aber immer noch in Coherency stehen. Ja, und sozusagen, also Oh, im okay. Endeffekt, du bewegst dich so weit, wie halt erlaubt ist, weil du darfst dich nicht aus Coherency rausbewegen. Du darfst dich Ja. auch nicht in Engagement Range von dieser Unit reinbewegen. Also, Ja. wenn ne, das kann tatsächlich passieren, dass wenn der Gegner sich jetzt mit 3 Units auf irgendwie einen Autocharge von dir stellt Ja, und dann ja. nochmal mit der Pistole einen von dir erschießt, dann würde ja selbst eine 1 irgendwie in Engagement Range von all diesen Units kommen mit dem Blood Surge. Aber Ja, du musst ja. jetzt messen, welche der Units ist die nächste. Mit der darfst du in Engagement Range. Und der Rest deiner Leute darf sich nicht in Engagement Range bewegen. Das heißt, die dürfen sich auch sozusagen nur so viel bewegen, wie sie dann halt können. So. Weil dann ist ja irgendwo eine harte Grenze, wo sie nicht weiterlaufen dürfen, weil da eine Engagement Range im Weg ist. Ja, es ist tatsächlich, also wenn wir jetzt so diese ganzen Situationen im Kopf erstellen, klingt das super kompliziert. Im tatsächlichen Spiel habe ich es bis jetzt gefunden, dass es fast immer recht klar ist. Also mit so einem 5er-Squad Berserkern, die da irgendwie nebeneinander stehen, ist es halt meist so, dass eine Unit am nächsten dran ist und dann rennen die alle 5 zusammen in diese Unit rein oder auf diese Unit zu. Dann ist es so ein bisschen wie, Und ich glaube, 7. Edition war das, wo man dann quasi immer gerade den geraden Angriffsmove machen muss. Also dann genau. bewegst du wirklich jeden immer auf gerader Linie. Und dann ist es nicht so schlimm. Und in Situationen, wo dein Gegner sich absichtlich so hinstellt, um mir das Ganze schwer zu machen, muss man dann auch ehrlich gesagt sagen, das ist dann der Punkt, wo man vielleicht einfach sagt, passt, ich mach den Move nicht, weil du ihn mir so, also wenn dein Gegner aktiv daran denkt, deinen Blood Surge Move so unattraktiv wie möglich zu machen und sich überall genauso hinzustellen, dass du nicht in Engagement Range Blood Surgen kannst und dass jeder Blood Surge dich einfach nur aus dem Cover rausbringen würde oder so, in dem du gerade drin stehst, dann sagst du halt einfach, ja, ich mach den Blood Surge nicht, danke. So. Ist dann ist so eine Regel, wo man auch viel einfach mit dem Gegner vorher spricht. Ja. Ja, entweder man spricht viel mit dem Gegner drüber oder Oder es erstmal ist halt ein nicht. richtig fieses Gotcha. So, Ja, also, genau. das da, you know. Ja, es ist, also das ist ein wirklich fieses Gotcha. Ja, bin ich auch schon reingerannt. Ja, ich erwähne es natürlich, ich erwähne es auch vor jedem Spiel, so, aber ich erinnere nicht jedes Mal einen Gegner, bevor er schießt. Das triggert aber dann Blood Surge. So, weil irgendwann muss man es auch lernen. Ja. So. Also ich finde tatsächlich auch, dass das ja das größte Gacha von den World Eaters ist, weil man, wie gesagt, Fight Last, heroische Intervention, starke Nahkampfeinheit, das kennt man alles schon. Aber gerade wenn man dann gegen eine Nahkampfarmee spielt, wo man dann irgendwie Reichweiten einhalten muss und so und irgendwie aber auch versucht, zum Beispiel vielleicht, ne, ich würde gern die Einheit auf Marker schießen, aber ich würde auch gerne noch die Einheit daneben im Nahkampf chargen und angreifen. Oder ich würde auch gerne noch auf den Marker selber gleich stehen, nachdem ich dich runtergeschossen habe oder sowas. Und wenn ich dafür mehrere Aktivierungen brauche, ne, ganz wichtig immer, ne, die Einheit
muss ja noch am Leben sein, damit sie, nachdem ich ihr Modelle getötet habe, in mich rennen könnte mit Blood Surge. Also wenn ich dann mehrere Aktivierungen brauche, dann kann das richtig knifflig werden. Dann kann es teilweise sein, dass ich irgendwie mich da hinstelle und sage, ja gut, ist nicht wahrscheinlich, dass du gleich eine 6 würfelst. Aber wenn du eine 6 würfelst, ist das einfach richtig kacke. Oder ist auch nicht wahrscheinlich, dass ich von deinen 10 Marines nicht alle töte, so weil ich jetzt total die starke Einheit da gerade habe. Oder auch von deinen 5 einfach nur. Ne? Sagen wir, ich habe jetzt Ja. hier, Dire was ist denn Avenger gegen das? 5 Leute. Ja, aber auch sowas anderes wie, keine Ahnung, du hast nur noch 2 Typen da stehen und ich komme jetzt mit einer Waffe mit 2 Schaden an, wo ich denke, ist ja voll gut, keine Ahnung, irgendwie. Sagen wir, 5 Typen stehen da und springen 2 Crisis vor und schießen auf die. Ja gut, wenn die die töten, ist alles fein, aber wenn die nur 3 töten und dann stehen noch 2 von dem Fünfertrupp da und der eine hat den Investigator und die stehen dann im Nahkampf und schlagen natürlich auch zuerst zu, weil das quasi ein normaler Nahkampf ist, wo keiner von beiden gecharged hat, dann kann das halt voll das drehen. Und vor allem, wenn diese beiden Crisis dann geschossen haben, können die anderen Crisis und der Riptide, der auch noch drumherum steht, nicht mehr schießen, weil ja dann ist ja schon der Nahkampf eingeleitet. Ja, das ist tatsächlich das ist richtig das Fiese. Da muss man auch aufpassen mit dem Sequencing. Wenn der Tauschspieler es genau andersrum macht, den Riptide zuerst ballert, dann bloodsurgen die in die Crisis rein, dann dürfen die Crisis ja in den Nahkampf ballern. Dann ist es nicht so schlimm. Ah, stimmt. Aber so, da muss man super mit dem Sequencing aufpassen. Also es ist eine ganz fiese Mechanik. Das ist auch, ja, also so. Es lohnt sich dagegen, ein bisschen Übung zu haben, wenn man gegen World Eaters im Turnier spielt, weil einfach so dieses intuitiv darüber nachdenken, okay, wenn ich da jetzt schieße, kann das passieren. Das muss man ein paar Mal auf dem Tisch sehen, bevor man so richtig weiß, ah, okay, Ja, hier muss ja. ich aufpassen oder nee, nee, das ist safe. Gerade auch, und das ist hier wirklich, das muss man nochmal erwähnen. Blood Surge is each time an enemy unit is selected to shoot. Das ist nicht einmal pro Phase. Das ist nicht einmal pro Turn oder so. Das ist für jede Berserker-Unit jedes Mal, wenn sie beschossen wird. Ja. Also du hast da 10 Berserker, ich schieße mit einer Einheit drauf, ich töte dir 2, bewegt sich W6 Zoll auf mich zu. Ich schieße nochmal auf dich drauf, ich töte dir nochmal 2, bewegt sich W6 Zoll auf mich zu. Ich schieße mit der dritten Genau. Einheit, töte wieder 2, bewegt sich wieder W6 Zoll auf mich zu. Wenn ich jetzt mit irgendeiner Einheit von dir innerhalb von 3W6 plus 1 Zoll stand, dann habe ich Könnte ich jetzt jetzt im 4. Nahkampf sein? Genau, dann habe ich jetzt, hast du jetzt 4W6, nicht 4W6, 4 Berserker mit mir im Nahkampf, weil ich dir quasi dreimal 2 rausgeschossen habe. Genau. Und es kann aber auch passieren, dass ich sozusagen nach der zweiten W6-Zoll-Bewegung in einer Ruine gelandet bin und du mich nicht mehr siehst, mich dann nicht mehr beschießt und ich dann am Ende deines Zugs sage, ach so, ich habe noch Heroic Interventions, weil diese Leute, die gerade zweimal gebloodsurged sind, jetzt noch 6 Zoll heroisch intervenieren danach. Oh ja, genau, stimmt. Es geht nämlich nicht nur Ja. 3W6 plus 1, dass man dann in Engagement kommt, sondern eigentlich 3W6 plus 6, weil dann ist man für die ruhige Intervention in der Reichweite, Ja, ja. ja. Und auch die Frage, was ist denn die nächste Unit, wenn du das in deiner Bewegungsphase entscheidest, okay, ich stelle jetzt hier jemanden hin und hier jemanden hin und hier jemanden hin. Ich kann ja entscheiden, welche Modelle sterben werden. Das heißt, wenn ich ganz links die Modelle, wenn deine erste Activation 3 tötet, ich nehme die 3 linksesten Marines weg, plötzlich sind rechts die Leute näher, jetzt kann ich nach rechts rennen. Oder ich nehme die rechtesten Marines weg, jetzt sind links die näher, ich renne nach links. So, also dadurch, welche Modelle der World Eaters Spieler wegnimmt, kann Ja, man ja. entscheiden, wohin die Berserker gleich Bloodsurgeon werden. Ich bin auf einer Seite irgendwie froh, aber irgendwie ärgert es mich auch, dass sie da reingeschrieben haben, dass man wirklich den direkten Pfad, also so nah wie möglich an die nächste Einheit kommen muss. Weil, Es wäre also so einerseits, unfair, wenn das da nicht stehen würde. Es genau, wäre also. so unendlich unfair. Genau, also das ist halt krass, weil sonst würdest du halt immer sagen, ja, so ich komme ja ein bisschen näher auf dich, aber eigentlich bewege ich mich nur 0,1 Millimeter näher an dich, aber eigentlich bewege ich mich quasi W6 Zoll nach rechts in die Ruine rein oder auf den Marker oder irgendwie so. Andererseits, was mich ein bisschen stört, ist, dass man quasi das jetzt sehr genau messen muss.
beziehungsweise sehr genau mit dem Gegner dabei immer kommunizieren sollte, damit da kein irgendwie kein Feel Bad Moment kommt, wo man das Gefühl hat, so, ey, jetzt hast du dich aber gar nicht genau auf mich zubewegt, sondern hast dich eigentlich genau in die Ruine bewegt. Das hat jetzt genau geklappt, so. Also das sollte man schon, finde ich immer gut, sozusagen schauen, dass man da irgendwie auf einer Wellenlänge ist, was jetzt gerade diese Bird-Search-Bewegung angeht. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man das, wenn man das zum Beispiel auch vorher abspricht, auch sehr stark sozusagen kontrollieren kann. Also wie du schon meinst, ne, du kannst eine Einheit davor stellen und dann kann der Gegner auch nur in die und nicht in noch eine zweite reingehen. Oder man weiß zum Beispiel auch, wenn man was hinter den rennt, also spielen ja immer mehr Leute gerade in Arcs, irgendwie behind enemy lines und weiß nicht, vielleicht schmeißt man was hinter die Einheit und dann kann die nicht auf einen zukommen, sondern sich nur weiter wegbewegen. Und Ehrlich gesagt, klar, das ist riskant. es kann auch mal sein, dass dann der quasi genau hinter die Ruinenwand wiederkommt oder so, und man nicht mehr beschießen kann. Aber dann kommt er immerhin nicht auf einen zu und bindet einem die eigenen Einheiten ab. Ja, aber ich glaube, ich bin sehr glücklich, wenn ich mit fünf Berserkern auf einen Punkt drauf trade, du dann Behind Enemy Lines scoren willst und deshalb irgendwie Shroudrunner in meine DC springen und ich dann in deinem Zug nach deiner ersten Activation rückwärts durch eine Wand rennen kann und sagen, ob jetzt siehst du mich nicht mehr. Und im besten Fall noch in sechs von den Shroudrunnern bin, um die dann noch heroisch zu intervenieren und Behind Enemy Lines zu denyen, so. Also, da, ich glaube, Behind Enemy Lines gegen World Eaters ist ganz, ganz kritisch, weil man dann Ja, immer ja. den Berserkern Optionen gibt. So. Ja, ich dachte gerade eher an die, also vollkommen recht, ich dachte gerade an die Situation, wo quasi ich das Gefühl habe, ich bin unter Druck, du willst eigentlich zu mir hin. Das ist ja Ja, okay. sozusagen, das ist sozusagen das, ich sag mal so, die erste Funktion von diesem Blood Search, der Gegner kommt näher an dich ran und der kommt vielleicht sogar jetzt in den Nahkampf oder vielleicht am Ende der Charge Phase in den Nahkampf durch chirurgische Intervention. Das kannst du so ein bisschen verhindern. Aber ne, du sagst es schon genau andersrum. Kann sogar viel gefährlicher sein, weil die World Eaters nicht unbedingt nur auf dich zurennen wollen, sondern am Ende wollen sie die Mission spielen, ne? Ja, am Ende sind World Eaters eine Armee, die sehr, sehr gut die Mission spielt. Deshalb finde ich auch den Vergleich zu Space Wolves so schön. Das ist auch so eine so total scary, groß, Nahkampf, bla, aber am Ende sitzen sie auf Markern, scoren Banner, scoren Shock Tactics, spielen die Mission. So. Und World Eaters machen das genauso. So, jetzt haben wir ganz lange über Berserker geredet. Das ist aber gut. Ich Bloodsurge finde es verdient es, gut, so lange ja. drüber zu Ich finde reden. auch. Ich finde auch. Ich denke gerade drüber nach, also das ist ja jetzt, also die Berserker an sich sind genau die Einheit, die am besten so dieses Markerspiel und auch irgendwie ja, Feldkontrolle-Spiel macht. Fast alle Einheiten in deinem Kodex machen auch das quasi Nahkampfspiel super, weil warte, wer hat es denn alles? Genau, weil alle Core-Einheiten Fight on Death haben. Also das sind, ich glaube, das muss man sogar nochmal spezifizieren. Also es sind die Korn-Berserker, also das sind nur die Korn-Berserker und es sind nur die Eightbound und nicht die Exalted Eightbound und es sind auch keine Charaktere. Ja, es gibt tatsächlich gibt's noch drei andere, die Terminatoren Oh ja, und den Hellbrute und den Contemptor. Die sind auch alle drei Core. Können also auch 6 Zoll heroisch intervenieren. Genauso wie Characters und Core können das ja. Und können auch Fight on Death nutzen. Die drei. Und dann würde sich so ein Konzept, was du gerade spielst, immer um so um die Core-Einheiten quasi speziell drehen. Ja, im Endeffekt ja. Ich glaube, die Core-Einheiten und die OPSEC-Einheiten sind das, was so dieses Markerspiel-taktische Konzept ganz doll hervorhebt. Okay. Wobei natürlich auch meine sozusagen taktische Markerspielliste 4 Units 8-Bounds dabei hat, so von den unterschiedlichen Flavors, weil die sind halt einfach gute Datasheets. Und am Ende will man prügeln. Apropos Prügeln, also Markerspiel, Arno, das klingt total langweilig. Ich weiß jetzt nicht, was du da die ganze Zeit gelabert hast, von wegen irgendwelche Marker wegzunehmen und so weiter. Lass uns mal über andere Armeekonzepte sprechen, die wir mit denen sehen. Da gibt es doch sicher was mit Angron, oder? Okay. Disciples of the Red Angels, ich will nur prügeln Konzept. Bin ein großer Fan von der Liste, die. Ach, ich und Namen. Chad Manley? Habe ich den Namen richtig? Ich glaube, ich habe den Namen richtig.
Wir hatten es eben eine, also die Liste schauen wir uns auch nochmal im Teil 2 genauer an. Ja. Das war Chad Bandy in Kanada, ja. Ja. Capital Winter Clash. Der hat eine fantastische Liste gespielt, die einfach nur sagt: Moin, ich habe Angron und ich habe zwei Land Raider und die Land Raider sind voll mit 8 Bound und ja, deal with it. So, einfach reinschieben, die Soul Shatter Las Cannons abfeuern von den Land Raidern, um irgendwie schon mal ein bisschen Blattpunkte zu farmen am Anfang. Fahrzeuge töten gibt ja 2 Blattpunkte und dann einfach sagen: Moin, alles in meiner Armee prügelt viel mehr, als es irgendein Recht hätte. Und ja, das lebt jetzt auch alles in deiner Deployment Zone ab Turn 2. So. Die 8 Bound haben eine 9er Base-Bewegung, sind ja auf dem Possessed-Profil basically aufgebaut. Sind so ein bisschen modifizierte Possessed. Und World Eaters haben auf dem Juggernaut Lord und auf Invocatus, dem benannten Juggernaut Lord, jeweils eine Aura, die allen Einheiten, allen Core-Einheiten plus 2 auf ihre Bewegung gibt. Das heißt, die 8-Bound rennen mit angenehmen 11 Zoll rum. Und aus einem Land Raider aussteigend rennen sie entsprechend 14 Zoll den Tisch runter. Genau, als ich vorhin sagte, die World Eaters haben keine Sprunginfanterie, quasi halb gelogen. Naja, ich meine, 14 Zoll ist Blood Angels Jump Packs. Das ist, Ja. ja, die sind gut dabei. Ja, so sind super schnell, wenn sie schnell sein wollen. Und ja. Da, also Turn 1 Land Raider in die Mitte schieben, Turn und Angron. Und Turn 2, wenn Angron noch lebt, ihn einfach nochmal nach vorne schieben. Dann waren in der Liste Chaos-Dämonen und Angron ist ein Warp-Locust. Dann summon er die auf 6 Zoll vom Gegner. Dann steigen aus beiden Land Raidern die Possessed aus, also die 8-Bound aus, laufen 14 Zoll. Alles ist in der Deployment Zone. Und Rambazamba. So. Und dann hat man irgendwie No-Fallback-Auren und solche Dinge von Angron und Exalted 8-Bound. Und dann, you know, ist alles schrecklich für den Gegner. Ist ein total wunderschönes Threat-Overload-Konzept. Finde ich tatsächlich. Also ich habe ein bisschen Lust, die Liste einfach zu spielen. Einfach weil es so. Man muss natürlich trotzdem noch total taktisch spielen, weil irgendwie Nahkampfarmeen, du kannst nie einfach sagen, ja, Hirn aus und rein. So. Aber einfach wie absurd aggressiv man spielen darf damit, ist einfach. Macht einfach Spaß. So. Ist schön. Also die Profile der sowohl von Angron als auch den Exalted Eightborn sind ja auch, würde ich sagen, echt nicht schlecht. Ne? Exalted Eightborn teilen sehr, sehr gut aus dem Nahkampf, haben einen 4er-Rettungswurf als eine ganz gute Defensive, haben, wie du schon meinst, ne, eine enorme hohe Reichweite, also 11 Zoll bewegen mit irgendwie so einem Typ, schon echt gut. Wie mache ich weiter? Die zwei wichtigen Regeln hast du gerade auch schon genannt, oder vielleicht sind es nicht die wichtigen Regeln, aber wo man auf jeden Fall erstmal aufhorchen muss. Kein Fallback, also nicht zurückfallen. Gibt es direkt zwei, sogar drei Quellen. Nee, zwei Quellen. Plus noch Ja. quasi eine versteckte Quelle in diesem Buch. Ne? Also einmal, der große Angron hat einfach eine von seinen drei Command Phase Abilities, also der kann sich quasi in der Command Phase eine von drei Fähigkeiten, die dann aber zu einer Aura werden, aussuchen, wo der sagt, ja, nee, in 6 Zoll macht niemand ein Fallback. Und das ist halt super, wenn man eine Nahkampfarmee spielt, weil dann darf der Gegner nicht aus deinem Nahkampf, sobald du da mal angekommen bist, rausgehen. Und das ist noch viel besser, weil du immer der bist, der in der gegnerischen Runde dann wieder als erstes zuschlägt. Das heißt, irgendwie Angreifer schlägt wen, peilt in irgendwas rein. Der Gegner darf nicht zurückschlagen. Wenn der Gegner keine Counter-Charge-Einheit hat, die Angron töten kann, dann tötet danach Angron alles, was er im Nahkampf hat und springt dann wieder frei, fröhlich in deine Armee in der nächsten Runde rum. Ja, und ich glaube auch, also wenn sozusagen, wenn Angron bei dir ankommt in der Deployment Zone und in einen Rhino rein konsolidiert oder so und einfach sagt, Moin, ich lebe hier jetzt,
und du darfst nicht zurückfallen und du nicht die Countercharge hast, um ihn sofort zu töten, dann ist das Spiel wahrscheinlich gelaufen. So. Weil, wenn der, so, keine Ahnung, wenn der Angron sich in einer Tau Deployment Zone an zwei Markerdrohnen festklammert und einfach sagt, okay, ich lebe hier jetzt und ihr könnt mich nicht beschießen, dann ist da, ich glaube, da ist alles verloren. Der Junge rennt 16 Zoll und hat so unendlich viele Attacken. Und er also fliegt. Wirklich. Er fliegt, was ja, ich 16 ist. Zoll fliegt, endlose Attacken. Das Profil können wir ja mal erwähnen. Angron hat 12 Attacken im Profil und dank World Eaters Chapter Tactic 13 Attacken, wenn er charged oder heroic oder gecharged wird. Und 13 Attacken, Stärke 15, AP 4, D3 plus 3. Schaden? Nicht schlecht. Oder aber er benutzt seinen Sweep für 3 Attacken pro Attacke für 39 Attacken, Stärke 9, AP 3, 1 Schaden. Stärke 10, weil auch da kriegt er plus 1 Stärke. Stimmt, auch da kriegt er plus 1. Stärke 10, ja klar. Also 39 Stärke 10 Attacken ist eine Ansage. Auch 13 Attacken mit D3 plus 3 Schaden ist eine Ansage. Es gibt, ich sag mal, Dark Angel, Termis und sonst nix, die den überleben. So. Custodes mit allen. Ja, okay. Vielleicht Custodes mit No Reroll, Transhuman und ein bisschen Glück auf den Viererrettern. Genau, also er hat kein Ignore Impulse. Das muss man sagen, sich vor Augen fühlen. Ich glaube auch, also ich finde, man kann ihn auch gut vergleichen mit Skarbrand, ne? Weil Skarbrand hat auch die kein Zurückfallen-Regel. Ja. Skarbrand fliegt aber nicht. Er läuft durch die Gegner, seine Flügel sind im Arsch. Und läuft, glaube ich, nur 8 Zoll. Läuft nur 8 Zoll. Kostet ähnlich viel. Also Angron kostet, sag mal, nur 360 360. Punkte. Skarbrand kostet 3,30. Skarbrand ignoriert Rettungswürfe. Ja. Und hat nochmal eine Stärke mehr, mit Stärke 16. Hat aber dafür auch nur in großen Anführungsstrichen 9 Attacken. Ja, nur 9. Warum 9? Rage embodied alle Units in 6, ja, und Skarbrand haben plus 1 Attacke, inklusive er selbst. Und auch der Custodes oder so würde auch vielleicht mal den Moraltest schaffen, dass er ein Vorwerk machen darf, weil man bei Skarbrands Regeln noch würfeln darf. Also man muss würfeln, ob man ein Vorwerk machen darf, und man muss mit, was ist das? 3v6 gegen Leadership. 3v6 unter den Leadership würfeln, während man bei Skarbrand, das finde ich, also das, nee, bei Angron, das finde ich richtig gut. Da gibt es kein Würfeln, da gibt es gar nichts. Das ist einfach, du kannst nicht zurückfallen. Ja. Das ist tatsächlich, also dass da einfach ohne Würfelwurf einfach gesagt wird, du kannst nicht zurückfallen, ist so angenehm. Der große Nachteil da ist eben, dass es in der Command Phase angeschaltet werden muss. Das bedeutet, man kann Angron im Gegensatz zu Skarbrand nicht reinschocken und sofort No Fallback haben. Also das Klassische mit Skarbrand ist ja, ihn reinzuschocken, auf kurzer Reichweite reinzuchargen und sofort irgendwas zu trappen. Und Angron darf nicht schocken und was trappen, weil er in der Command Phase auf dem Tisch sein muss, um seine No Fallback Aura anzuschalten. Ja. Was tatsächlich eine meiner größten Probleme mit Angron ist. Wenn er, wenn mir jemand, you know, wenn jemand meinen TO überzeugen kann, dass Angron seine Fähigkeit, eine seiner 3 Auras auszuwählen, machen darf, wenn er nicht auf dem Tisch ist. Nein, das kann dann. Sowas reden wir jetzt gar nicht. Nein? Okay. Ich möchte, dass jemand meinen TO davon überzeugt. Dann will ich Angron spielen. Nein. Einheiten, die nicht auf dem Feld sind, haben auch keine Command-Phase. Okay. Na gut. Aber mein TO was, sagt nein. Was viele TOs inzwischen machen, ist, dass wir also sowieso schon immer so größere Ruinen auf dem Feld haben, wo es Skarbrand ruhig halt mal hinterpasst. Oder auch, was sich jetzt sozusagen in Deutschland ja teilweise durchsetzt als neue Regel, die sogenannte Super Obscuring Ruine, die selbst gegen, also die selbst 18 Lebenspunkte und mehr Modelle komplett verstärkt, selbst wenn man irgendwie, wenn sie höher sind oder wenn man selbst das Fenster dran gäbe oder sowas. Also ich würde sagen, dass Angron immer quasi
Ja, wenn man nicht anfängt, vom Turn 1 vom Gegner von der Platte geschossen werden, muss nicht unbedingt so sein auf dem Gelände, auf dem wir aktuell spielen. Ja, es ist meine große Sorge ist, dass also Angron muss irgendwie einen Zug in der Mitte überleben. So. Weil er wahrscheinlich nicht aus der Deployment Zone direkt in die gegnerische Deployment Zone springt. Er springt 16 Zoll und wenn der Gegner sich nicht sehr freundlich direkt so auf die Linie oder einen Zoll davor stellt, dann sollte er es nicht schaffen, mit den 16 Zoll vorspringen. Dann ist er noch 8 weg von der gegnerischen Deployment Zone. Direkt eine Charge, das ist suspekt. So, da muss der Gegner mitspielen für. Wenn der Gegner ein bisschen aufpasst, sich außerhalb von Math is hard, 16 plus 12, 28 von Angron hinstellt, dann ja, und Angron kann wahrscheinlich häufig nicht direkt on the line so deployed werden, weil er braucht ja die große Ruine, wenn die hinten in deiner Deployment Zone ist. Also ich glaube, häufig wirst du einen Zug in der Mitte vom Board stehen mit Angron. Und dann ist eben die Frage, schafft sein defensives Profil es durch den Zug? Und ehrlich gesagt, Er hat kein T8, ne? Das hat er hat kein ja, T8, er hat T7. sind wir ein bisschen durch Skarvan und auch den Bloodthirster da gewohnt. T7 ist Ja. da nochmal was anderes, ja. Die Frage ist wirklich, wie viele Vierer-Retter du auf ihm schaffst dann. Ja. Ja, nur ein Retter, Weil. kein Demon Save, also einen Stimmt, eine Tau sagt, Railgun nimmt cool. ihn direkt. Ja. Er hat kein Phenopain, er hat kein Wound Cap, er hat einfach seine 18 Lebenspunkte. Also zwei Hammerheads sagen, tschüss, Angon. Ja, genau. Ja, das ist so. Warte mal kurz. Apropos Schuss Angron. Wir haben gerade eben, ich glaube, das hätten wir schon mal bei den ersten Änderungen machen, aber ich finde es eigentlich auch cool, wenn wir uns hier so frei fließend durch den Kodex und die verschiedenen Konzepte hängeln. Es gibt eine ganz wichtige Änderung zum Kodex World Eaters. Die haben natürlich jetzt als eigenständiger Kodex auch eine. Wie hat man sie denn? Also früher habe ich sie mal immer gerne die Doktrinen genannt, aber inzwischen weiß ich auch nicht mehr. Also die haben irgendwie eine Sonderregel, die sagt, hey cool, wir sind diese eine Armee-Sonderregel, die haben nur wir. Also wie das bei, keine Ahnung, bei Dunkaris sind es Power from Pain, bei Eldar sind es die Ich glaube, die Fighter, Mono-Faction Fates, Rule die oder Mono, sowas. genau, die Mono-Faction Army Special Rule, was Doktrinen, die ersten, die Canticles bei Admech sind und solche Sachen. Das haben sie jetzt auch und das sind die Blood Tide, die über Blutpunkte, die hast du vorhin auch schon mal angesprochen, kurz im Nebensatz, funktionieren. Und ich finde, also ich muss sagen, ich finde die Regel mega cool. Ich würde sagen, sie hat mit Ausnahme von der einen Fähigkeit, die nur für Angron gilt, eigentlich sowas wie Power from Pain, nur du darfst dir aussuchen, was du kriegst. Also ihr kennt das vielleicht von Dukari, man wird über das Spiel hinweg immer besser. Also Dukari kriegen halt erst irgendwie Runde 2 Vorrang und Angreifen, dann kriegen sie plus 1 Ja. auf ihren Ballistics Kampfgeschick und dann kriegen sie auch ein Genau. bisschen Retter und so weiter. Und die meisten Fähigkeiten, die man hier jetzt mit den Blood Tides hat, sind im Prinzip sowas. Also man kriegt plus 1 to Hit, man kriegt plus 1 auf den Charge, man kriegt mit Phenopain gegen Mortals, man kriegt ein allgemeines Phenopain, das ein bisschen schlechter ist, also 5er gegen Mortals, 6er gegen alles. Gibt es noch irgendwie was, das so richtig raussticht? Aber im Ja, Prinzip, man kriegt halt irgendwie, man wird über explodierende so. Sechsen, Achso, to okay, hit. ja, genau. Plus ein AP im Nahkampf und 6 Hit-Autowunden im Nahkampf sind auch noch Fähigkeiten, die man freischalten kann. Aber im Gegensatz zu Power from Pain ist es nicht so, dass man die alle nach und nach kriegt, sondern man muss für die ha hart arbeiten. Oder hart ins Gesicht kriegen. Ja, genau. Auch das ist harte Arbeit. Nein, du musst im Endeffekt jedes Mal im Spiel, wenn eine Einheit stirbt, Ganz egal welche, ob es bekommst dein du oder dieses Gegners ist. genau, wenn einfach irgendeine Einheit stirbt, bekommst du einen Blutpunkt. Und diesen Blutpunkt hebst du dir auf und den darfst du ausgeben, um dir coole Abilities zu kaufen. Und ein paar von den Fähigkeiten, die wir gerade angesprochen haben, so zum Beispiel, keine Ahnung, die Autowunden, 6-Hit-Autowunden, kostet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 5 oder 6, ich glaube 6 Blutpunkte. Das heißt, da müssen so 6 Units sterben und dann darfst du dir das freischalten. Oder der Feel No Pain kostet 4 Blutpunkte.
plus 1 auf Charges kostet 3. So, solche, also gibt so allerlei unterschiedliche, die haben alle so unterschiedliche Preise. Und du musst dir im Endeffekt überlegen, was brauche ich am meisten? Und du bist, im Gegensatz zu Drukhari, darfst du nicht einfach hinten chillen und warten, bis du stärker wirst. Also mit Drukhari hast du ja häufig dieses Play-Pattern gehabt von, ich pick Herd the Prey und sitz hier hinten und wenn du zwei Züge nicht rauskommst, dann bin ich einfach stärker, wenn wir fighten. So. Jetzt mit den World Eaters, ja, musst du den Gegner töten und sterben. So. Und deshalb sieht man auch in vielen Listen, dass sie einfach hingehen und sagen, oh, ich habe noch Punkte frei. Chaos Spawn, Chaos Spawn. So. Einzelne Chaos Spawns für, ich glaube, 25 Punkte, ne? Ja. Bringen dir halt, wenn der Gegner sie tötet, 3 Blutpunkte. Let's go. Nee, 1 Blutpunkt. Ja, also jeder, also die 3 zusammen. Ach so, die 3 einzelnen Spawn. Ja, ja, genau. Was ich auch total wichtig finde, ist, also ist, es ist, also leider ist es irgendwie, finde ich, wieder ein bisschen komplizierter, als es sein müsste. Aber im Grunde ist es so, du kannst wirklich einfach, erstmal kannst du zählen, also du kriegst mindestens die Sachen, die gestorben sind, an Blutpunkten. Also es ist nicht so, du kriegst irgendwie gecapped, wenn die drei Spawns jetzt in einer Runde sterben, kriegst du nur einen Punkt oder sowas, sondern du kriegst wirklich für jeden Spawn einen Punkt und für jede gegnerische Einheit, die du getötet hast, kriegst du einen Punkt. Es wird ein bisschen komplizierter, wenn es darum geht, um die Bonuspunkte, und es gibt nämlich Bonuspunkte, wenn man Charaktere, Monster oder Vehicles tötet. Und da gibt es quasi immer nur einen Extrapunkt pro Phase. Und auch bei titanischen Einheiten gibt es auch einen Extrapunkt pro Phase. Also wenn du quasi in einer Phase jetzt nur einen einzelnen Charakter tötest, kriegst du 2 Blutpunkte. Ja, wenn du genau einen Charakter und eine beliebige andere Einheit tötest, kriegst du 3 Blutpunkte. Wenn du aber 2 Charakter in einer Phase tötest, kriegst du immer noch nur 3 Punkte, weil du quasi diesen extra Bonuspunkt für Charakter nur einmal kriegst. Wenn du aber jetzt einen Charakter in der Schussphase und einen Charakter in der Nahkampfphase getötest, dann kriegst du wieder 4. Und da ist was Wichtiges, was gerade angesprochen, das sind Punkte für Kills, nicht für Nahkampfkills. Klar, World Eaters sind die Nahkampffraktion, aber du kannst in der Schussphase separat Punkte scoren und also Blutpunkte. Und insofern lohnt es sich sehr, in der Liste zumindest so ein bisschen Guns mitzunehmen. Einfach um zum Beispiel, sagen wir mal, der Gegner fängt an, geht hin und schießt uns erstmal Turn 1 ein Rhino auf. Dann sind wir so, oh no, wir haben unser Rhino verloren. Okay, 2 Blutpunkte. So. Weil eine normale Einheit verloren und ein Fahrzeug verloren. Genau. Und dann sind wir dran. Und wir würden jetzt super gerne noch den 3. Blutpunkt haben, um plus 1 auf Charges zu unlocken, um direkt zurückzuhauen. Und das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen Guns dabei haben, dass wir, keine Ahnung, so dem Gegner eine seiner Screening-Einheiten, mit denen er gerade irgendwie versucht, uns zu blocken oder was auch immer, irgendwas wegschießen können, können wir direkt den 3. Blutpunkt unlocken für plus 1 auf Charges. Mhm. Und da gibt es, da kann man dann richtig fancy werden in so der Army-List-Erstellung und so mit Plänen, wie man seine ersten Blutpunkte bekommt, von wegen, ich habe immer vor, einen Chaos-Spawn auf den Mittelmarker zu laufen und ich habe immer vor, dies und jenes zu tun, so. Ja, ich finde auch, um so diese ersten Fähigkeiten zu unlocken. Also die Fähigkeiten, die auf jeden Fall rausstechen, sind plus eins auf den Angriffswurf, weil das macht sich einfach effektiv immer ein bisschen schneller und du willst immer in den Nahkampf und das hilft einfach allgemein irgendwie überhaupt anzukommen, ne? Weil nicht anzukommen und anzukommen ist immer ein Unterschied von 100% Schaden plus wo du stehen kannst und Marker und alles mögliche. Dann finde ich persönlich das Feel No Pain sehr stark, also sogar das 6er Feel No Pain gegen alles stärker als das 5er gegen alle Mortals. Und vielleicht sogar besser, dass man sich möglichst schnell zu diesen 4 Blutpunkten hocharbeitet oder quasi die bis dahin aufspart, als dass man schnell die 2 Punkte für das 5er Phenopain gegen Mortis ausgibt. Und also, korrigier mich bitte, weil du hast es jetzt schon gespielt. Ich bin eher so in erster Gegend gespielt, aber ich habe so das Gefühl, okay, die anderen Sachen, die machen halt einfach ein bisschen mehr Schaden. Das ist cool, aber das switcht nicht so stark das um. Es gibt da Ausnahmen.
Und diese Ausnahmen passieren besonders dann, wenn man in einem Matchup ist, wo es nicht diese ganz klare Rollenverteilung von der Nahkampfarmee und der Fernkampfarmee Ach gibt. so, okay. Also Also, wenn ich mit wenn World beide Eaters, viel kämpfen würden. genau, wenn ich mit World Eaters gegen Eldar spiele, kann ich sagen, okay, immer wenn ich die Eldar haue, fallen sie wahrscheinlich um. Weil die sind T3 und ich habe Stärke 6 und irgendwie so die meisten Sachen brauche, also so viel Buffs brauche ich gar nicht mehr. Und in der Rollenverteilung ist der Feel No Pain und das Plus One to Charge, damit ich ankomme, super wichtig. Jetzt habe ich gestern gespielt gegen Custodes. Und zwar gegen Shadowkeeper Custodes. Das heißt, der will in den Nahkampf und ich will in den Nahkampf und wir wollen uns auf den Markern prügeln. Und ich habe bis zum Ende des Spiels das Plus 1 auf Charges nicht unlocked. Weil ich üblicherweise auf Marker drauf gecharged bin, wo der Custodes stand und einfach Auto-Charges hatte. Und viel wichtiger für mich war, dass ich, da bin ich immer noch nicht sicher, ob das mathematisch richtig war. Ich habe das 6-to-Hit-Auto-Wunden angeschaltet, weil er die ganze Zeit Transhuman gezündet hat gegen meine großen Sachen und weil er mehrere Dreadnoughts dabei hatte, die ich mit den Berserkern nur auf die 5 verwunde. Da habe ich dann gesagt, okay, ich will das 6-to-Hit-Auto-Wunden, damit ich diese Dreadnoughts klein kriege. Ja, nicht sicher, ob es richtig war oder ob ich 6-to-Hit explodieren für bessere Effizienz mit den 8-Bound hätte nehmen sollen. Aber so, es gibt immer so, es gibt da so Entscheidungen. Ja, verstehe ich. Ist echt ein guter Punkt. Vielleicht auch mit hier für 4 Blutpunkte, was quasi relativ wenig ist. Ein AP mehr ändert natürlich auch das Ja. Matchup gegen so wie Dark Angel Terminatoren. Ja, ist auf jeden Fall, ist wahrscheinlich dein wichtigster Blutpunkt gegen Thermis, ist das, ja, plus ein Also AP, damit die gegen Sturmschild Berserker die, Thermis. genau, damit die Berserker die Sturmschild-Thermis auf die 4 plus drücken können. Da, das andere, was da wichtig ist, ist der Feel No Pain, damit deine 3 Wunden 8-Bound die 3 Damage Hammer besser abkönnen. Weil es tatsächlich immer, wenn der Gegner viele Waffen hat, die genau so viel Schaden machen wie deine Wunden, willst du so schnell wie möglich den Feel No Pain haben. Ja, das gleiche Und gilt ja ja. gegen Schaden 2 Waffen mit den normalen Berserkern mit ihren 2 Lebenspunkten. Genau. Auch da ist das Feel No Pain nicht gut. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Leute, wir sind eigentlich immer noch in unserer Abteilung. Armeekonzepte, ja, cool. Man kann Bewegungstrickereien machen und gut die Marker quasi umkämpfen, das schwer machen, dass der Gegner draufkommt, aber man kann dem Gegner auch sozusagen ins Gesicht rushen, mit guten Profilen, wovon die Red Eaters auf jeden Fall einiges haben. Und da gibt es jetzt ein ganz bestimmtes Blood, ein ganz bestimmte Blood Tide Upgrade und das ist Reborn in Blood. Und ich finde es irgendwie so cool und es ist auch irgendwie so fluffig. Also für 6 Blutpunkte, das heißt, ne, wir erinnern uns, 6 tote Einheiten oder sagen wir mal 3 tote Spawns, ein totes Rhino und eine gegnerische tote Einheit. Nee, noch weniger. Warte mal, es ist sogar noch weniger, weil 3 tote Rhinos, sorry, 3 tote Spawns plus Angron, der selber gestorben ist, weil dann ist ja noch eine Einheit gestorben, es ist eine Charakter-Einheit gestorben und es ist eine titanische Einheit. Ist der titanisch? Nee, er ist nicht titanisch. Ach, Er ist schade, nicht okay. titanisch. Gut, okay, dann, also Angron muss eine Sache töten, dann muss er selber sterben und unsere 3 Spawns müssen sterben, dann haben wir 6 Blutpunkte und dann sagt dieses Upgrade quasi hier, was eigentlich kein Upgrade, sondern eher so wie so eine Actionkarte ist, Angron kommt sofort in die Reserve und darf in der nächsten Runde schocken mit 8 Lebenspunkten wieder. Also er ist nicht tot, sondern er steht wieder auf. Kommt wieder aus dem Warp. Ist sozusagen, ist richtig böse und kommt wieder. Ja, also da, das ist super cool, die Fähigkeit. Da muss ich sagen, ich glaube, das ist auch so ein Fall von, ich stelle mir gerade vor, wie ich irgendwie so gegen World Eaters spiele und erstmal kommt so dieser Onslaught und man tötet Angron und man tötet irgendwie, keine Ahnung, jetzt einen Land Raider, wahrscheinlich nicht in der gleichen Phase, die sind beide relativ beefy. So, Turn 1 tötet man den Angron und irgendwie eine Unit, Turn 2 tötet man den Land Raider. Und dann irgendwie so prügelt sich in der Deployment Zone mit den ganzen 8-Bound. Und dann kommt Turn 3 und er guckt auf seine Bloodpoint und sagt, weißt du was, ich hätte gern nochmal Angron. Der Gegner Kommt guckt sich einfach an und ja. der Angron wieder. Ja.
Und wichtig ist auch, also wenn ich das richtig verstehe, ist, falls er nicht in meiner eigenen Runde stirbt, ist quasi zwischen, der Gegner hat ihn getötet und der kommt wieder keine komplette Runde mehr. Also der Gegner tötet ihn und dann geht er so, kommt er beim nächsten Reinforcement Step wieder rein. Das heißt, in meiner nächsten Runde. Ja, also wenn der Gegner in seiner Schussphase ihn erschießt, kommt er in deiner nächsten Bewegungsphase wieder. Potenziell, wenn du die Punkte sozusagen bis dahin ausgibst. Genau, du musst quasi 4 Punkte haben, damit du zum Zeitpunkt, wo er wiederkommen soll, wiederkommt. Also 4 Punkte plus, dass er selber stirbt. Genau, ja. Richtig, genau, ja. Ja, Angron ist super cool. Das muss man wirklich, also da muss man auch echt sagen. Der World Eater Codex ist einfach verdammt cool. Die haben so viele gute Ideen gehabt. Und ob die jetzt alle, also ich bin immer noch nicht sicher, ob Angron sozusagen kompetitiv das Richtige ist. Oder ob er es einfach im Midfield erschossen wird und dann 12 Zoll Deep Strike Screens ihn kriegen danach und er einfach rumsteht und nichts machen kann. Er kommt einfach irgendwie immer wieder, kommt runter, wird erschossen, kommt runter, wird erschossen. Genau, also ich weiß nicht, so ob das, ob er das Wahre ist, kompetitiv. Aber er ist ja mal sowas von das coolste Modell und das coolste Datasheet, was sie in, I don't know, mindestens einer Weile gemacht Also haben. was mir, was ich meine, ich bin nicht der World Eater Spieler am Ende des Tages, ja. Aber ihn für mich interessant macht, ist, dass er mit 360 Punkten, also weit entfernt von diesen 450 oder was auch immer da, womit quasi, wie ist das, wie heißt der andere, Mortarion Belakor. und so, Ach, Mortarion, ja. Mortarion am Anfang herkam, und ich glaube, Belakor ist, glaube ich, immer noch bei 420 oder so, 420, ne? Genau. Und also Mortarion hat ein Toughness mehr und ein Phenomepain mehr. Okay, cool. minus Ist one auch eine. damage. Und man sagt, ja, das macht auch eine Menge aus. Aber dieses Modell kann halt wiederkommen. Und dieses Modell, wenn es ankommt, hat es eine Regel, die sagt, keiner kann zurückfallen. Das natürlich ganz wichtig ist, wenn der gestorben ist und aus der Reserve kommt, oder allgemein, immer wenn er aus der Reserve kommt, du hast es eben schon mal gesagt, ne, aber hier ist es jetzt quasi noch mal wichtiger im Kopf zu behalten. Wir können die, du darfst nicht zurückfallen, 6 Zoll Aura nicht anschmeißen, weil wir eben quasi nicht auf dem Feld starten. So, das macht es natürlich Leider, schon leider. noch mal schwächer so. Aber ich finde halt irgendwie stark, dass du hier in dieser Nahkampfarmee quasi nicht nur gute Profile und irgendwie Möglichkeiten hast, zum Gegner zu kommen oder so, sondern du hast eben auch sozusagen Möglichkeiten, dem Gegner zu hindern, auf Marker zu kommen mit heroischen Interventionen. Du hast die Möglichkeit, dass der Gegner schwer gegen dich tradet, also wenn der Gegner auch eine Nahkampfarmee ist, mit dem Fire und Death, und du hast eine Möglichkeit, den Gegner dazu zu hindern, aus dem Nahkampf rauszurennen. Also ich meine, ich weiß auch nicht so richtig, wie das die Aboard machen. Halten die dich dann irgendwie fest, knuddeln die dich und so. Also, ne, Witches haben Netze. Ich weiß jetzt nicht genau, warum der Gegner nicht vor den Aboard einfach schreiend wegrennt. Aber das ist halt das, was Nahkampfarmee braucht. Und diese Tools sind definitiv in diesem Kodex. Ja, anscheinend machen die Eightbound das durch Blood Fury. Das heißt, die Gegner sind viel zu wütend, um zurückzufallen. Können nicht rational denken. Die müssen weiterkämpfen. So, der Tau-Commander schlägt dann wütend auf den Elbhorn ein. Oder die Ja, Tau-Drohne. Die genau Tau-Drohne, das. die versucht, eine Kopfnuss zu geben. Okay. Ja. Makes sense. Korn Magic. Beziehungsweise keine Magic. Magic mag Korn ja nicht. Genau. Okay. So, Gotchas, Gotchas, Gotchas. Ich glaube, das war schon eine Menge. Wir müssen noch einmal, wir haben jetzt Ja. ganz viel, wir haben schon ganz viele Gotchas erwähnt. Ich muss noch mal zu Disciples of the Red Angels, Ja, gerne. zu einem spezifischen Stratagem gehen. Wir haben gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, Fallbacks zu verhindern. Es gibt die Aura von Angron, es Ja. gibt die Aura von den Eightbound, die Und Blood dann Fury die Aura, die ist auf die 4 plus, und dann dass die man nicht zurückfallen versteckte. kann. Und dann gibt es das Stratagem, was nur die Disciples of the Red Angels haben, nicht die normalen World Eaters. Und das heißt Blood Scent. Und das ist, wenn dein Gegner von einer Eightbound Unit, und zwar normale oder Exalted, zurückfällt, kannst du für einen CP mit den Eightbound 6 Zoll konsolidieren. Das ist ein normaler Consolidate. Das heißt, es Harlequin kann in Span. die Unit rein, das kann auch in eine andere Unit rein. Ja.
Und das ist halt nochmal so die. Also ich glaube, die Disciples of the Red Angel sind richtig scary, wenn man als Shooting-Armee ihnen gegenübersteht. Weil die halt so viele Möglichkeiten haben, dich im Nahkampf festzuhalten und rumzutricksen. Während jetzt die normalen World Eaters ehrlich gesagt vielleicht mehr Tools haben gegen andere Nahkampfarmeen, weil die ja das Fight on Death haben. Disciples of the Red Angels haben das Fight on Death nicht. Stimmt, Weil sie ja die genau, ja. Stratagems austauschen. Und nicht die heroische Intervention. Also das sind die beiden wichtigsten Stratagems, die man gegeneinander tauscht. Was sie aber stattdessen bekommen, ist eben dieses Trappen. Und dann, und das ist noch wirklich Furious Surge. Das ist ein bisschen wie Blood Surge. Aber es ist für 8-Bound. Und es ist noch mal ein bisschen krasser. Für einen Command Point in der gegnerischen Schussphase, nachdem eine 8-Bound Unit ein Modell durch Beschuss verloren hat, kannst du für einen CP mit dieser 8-Bound Unit einen Normal Move machen, als wäre es deine Bewegungsphase. Das heißt, wir können damit nicht in den Nahkampf direkt kommen. Wir können Wir vor allem laufen auch 11 nicht. Zoll und sind OPSEC. Genau, also wichtig ist auch, wir können das nicht kombinieren wie mit dem Blood Surge, mit ich gehe vor und danach bin ich in der heroischen Intervention, weil wir jetzt dieses Weil wir Stratagem nicht keine mehr haben. Intervention haben, Aber wir ja. können, also, aber wir haben halt 11 Zoll in eine beliebige Richtung. Da ist jetzt nicht mehr irgendeine Beschränkung, du musst näher rankommen oder wo auch immer. Ja, es gibt keine Beschränkungen. Du gehst einfach, du sagst, okay, meine 8-Bound hier im Midfield, da stehen all deine Guns und können die beschießen. Jetzt hast du einen der fünf Leute erschossen. Jetzt gebe ich einen CP aus und die laufen 11 Zoll hier rüber in die Ruine auf den Marker. Und das ist halt, frankly, ein bisschen absurd. Ja, Als Reaktion auf ein Modell verlieren 11 Zoll laufen, klingt irgendwie nicht ganz proportional, aber gut, so ist das dann. ist halt ein CP. Ich meine, halt, ich finde es so schön, weil es sind halt da 8 Stratagems auf der Seite von den Disciples. Und da ist direkt eins, das ist mega stark. Es schreit natürlich total nach, die Harlequins haben angerufen, gibt ihnen ihr Stratagem wieder. Okay, Aber sure. ist halt super. Ich meine, wie gesagt, es ist eine Nahkampf-Armee und quasi Nahkampf-Strategies, also sozusagen Bewegungs-Strategies, die behelfen, irgendwie näher zum Gegner zu kommen, aus der Schussreichweite des Gegners zu kommen, auch einen Marker zu klauen, mega Ja. stark. Also, ja, ich glaube ehrlich gesagt, der Vergleich mit Harlequins ist relativ fair. Sie sind natürlich anders, sind irgendwie größer, bisschen bulkiger, bisschen Ein mehr bisschen. Wunden. Aber ich Deine fühle schon Rhinos so fliegen diese nicht. gleiche. Deine Rhinos fliegen nicht. Rhinos sind auch irgendwie schlechter als Starweaver, aber dafür gibt es ja Dreadclaws. Die sind irgendwie, die fliegen wieder. Ja. Stimmt. Ich muss auch, ich bin schon am Überlegen, ob ich mein zweites Rhino auch noch durch eine Dreadclaw ersetze und nicht nur das erste. Aber ja. Ja. Da müssen wir später drüber reden. Das sind Da müssen wir Details, aber. später reden. Natürlich. Ach, also, sie haben schon einfach diese Vibes von so einer super tricksigen Nahkampfarmee. Und es macht sehr viel Spaß. Und das ist das Wichtige, dass wir jetzt, also wie gesagt, wir waren eigentlich in dem zweiten Setup von, okay, wir haben eine Zielüberlastungsarmee, Angron, viele 8-Bounds in dieser Disciples of the Red Angel Armee. Und hier werden halt die 8-Bounds nochmal stärker. Sie können dem Gegner hinterherrennen, wenn er einen Fallback macht. Sie können sich eine beliebige Bewegung aussuchen, irgendwo hinrennen, 11 Zoll, also 9 bis 11 Zoll, je nachdem, ob der Charakter, der den +2 auf die Bewegung gibt, in Reichweite ist. Und das kann halt nach vorne, nach hinten, zur Seite, auf den Marker, alles Mögliche sein. Und das ist dann eben, damit haben wir keine Armee, die sagt, okay, hier ist mein Profil, kannst du Profil bedienen? Nee, ja, nein, und das ist dann Sieg oder Niederlage, sondern da spielt man noch als Spieler viel mit. Auf jeden Fall. Weißt du was? Wir haben jetzt gerade den zweiten übersprungen. Also wir hatten gesagt, also das erste ist Angron, wie er Leute festhalten kann. Das zweite, und das passt hier dann auch rein, ist, dass die Exalted Eight Bones, also die Eight Bones, die nicht Core sind, das heißt die World Eater Stratagems quasi fast gar nicht benutzen können, die haben auch eine, ich glaube, 6 Zoll Aura war es, ne? 6 Zoll Aura, dass du auf die 4 plus nicht zurückfallen kannst. Richtig. Ich glaube, ich hatte es nur am Rand erwähnt, tatsächlich, ja. Genau, und damit haben wir unsere drei Möglichkeiten, womit man den Gegner am Zurückfallen hindern kann.
Wobei es natürlich auch immer noch die gibt mit, hey, wir stellen einfach drei Modelle um dein eines Modell und dann musst du mindestens zwei CP ausgeben und wenn du sie nicht hast, kannst du gar nicht zurückfallen. Oder wir machen das mit zwei Einheiten gleichzeitig, dann ist es auch derselbe Effekt. Dann haben wir die verschiedenen Möglichkeiten, also ich fasse nochmal zusammen, weil ich glaube, es ist gut, dass wenn wir jetzt am Ende dieses langen Gotchas und verschiedenen Armeekonzepten Segments das nochmal sagen, wir haben die Möglichkeit mit Kornberserkern uns immer W6 zu bewegen, wenn wir Modelle verlieren. Wir haben die Möglichkeit in der anderen Art von Armee, der Disciples-Armee, uns mit Eightborn kommt normal bewegen, wenn wir Modelle verlieren. Und wir können mit den Eightborns, wenn der Gegner zurückfällt, den auch nochmal 6 Zoll hinterherrennen. Und das, was kann auch dazu führen, wenn der Gegner sozusagen selber nur 6 Zoll Bewegung hat, dann sind wir immer im Nahkampf, wir erreichen ihn immer. Wenn der Gegner ein bisschen mehr hat, kommt er manchmal raus. Wenn der Gegner rauskommt, aber andere Einheiten in 7 Zoll stehen, können wir auch einfach in die reingehen. Und das ist immer sehr gefährlich. Und das ist noch, da muss man echt drüber nachdenken, wenn die Exalted Eightbound dieses Stratagem benutzen und konsolidieren in der gegnerischen Bewegungsphase, bewegt sich ihre 6 Zoll No Fallback Aura mit ihnen. Oh ja. Oh, Ja. fies. Ja. Geil, 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 Also geil. Sequencing gegen Blood, gegen, ich will mal Blood Angels sagen, gegen World Eaters Ja. ist sozusagen für den Gegner, in welcher Reihenfolge du die Dinge tust, die du tust, ist so wichtig. Das So, ich ist, meine, alle Blood Angel Spielerinnen und Spieler da draußen und auch alle Fans von den Space Wolves, die vielleicht so dachten, ach, Space Marines kosten jetzt weniger, haben irgendwelche Ausrüstung hinterhergeschmissen bekommen. Aber falls ihr schon immer so leicht heretische Züge hattet und vielleicht gedacht habt, vielleicht ist der Gott Imperator doch gar kein Gott, dann ist, glaube ich, das der perfekte Moment, mal die Seiten zu wechseln. Weil hier kriegt ihr alles, was ihr vorher schon immer sozusagen schon hattet oder schon immer mal haben wolltet. Ja, wobei mit dem Caveat, man muss sich entscheiden und diese Entscheidung ist fies. Ich will Disciples of the Red Angel spielen und Angron haben und 11 Zoll laufen mit meinen Eightbound, nachdem ich beschossen wurde. Ja. Aber ich möchte auch die 6er Heroics haben und das Fight on Death. Und leider, leider muss man sich entscheiden, welches von beiden man nimmt. Und für alle, die dagegen spielen, also wir haben jetzt ganz viel aufgezählt und das klingt manchmal auch so ein bisschen so, ja, was soll ich dagegen tun? Der kann ja jetzt ja immer was tun, ganz egal. Also ich kann ja keinen Marker mehr auf dem Feld halten, weil entweder werde ich hier ruhig interveniert oder der Gegner rennt in mich rein, weil ich irgendwas daneben beschossen habe oder whatever. Fragt genau, welche Version spielt der Gegner. Lasst euch sozusagen, meistens ist es so Turn 2. Lasst euch an Turn 2, bevor ihr eure Bewegung macht, nochmal erklären, welche Stratagems er jetzt dafür Bewegung, Fallbacks, Fight on Deaths hat. Und dann kann man plötzlich, ach so, okay, nee, du kannst dich auf mich zubewegen, aber nur mit denen da und mit denen da nicht, oder, also, ne, mit dem Fight on Death finde ich ganz wichtig. Die Exalted Eightborn, das sind die haltbarsten und am besten zuschlagenden Eightbounds, die haben keinen Fight on Death. Die sind nicht Korn, die haben auch keine heroische Intervention. Das heißt, die sind eigentlich ja, normale Dudes. Die haben halt, und wenn sie in der World Eater Version gespielt werden, dann sind sie wirklich richtig normale Dudes. Also, was meine ich, die bewegen sich nicht noch dreimal und machen irgendwelche komischen Sachen, sondern die stehen da halt, die haben kein Fallback in 6 Zoll, aber das bleibt auch genau da, wo sie jetzt da stehen. Ja. Ich finde, wir haben eine Boah, Menge ist das Gotchas krass. gemacht. Wir wissen jetzt Ja, und als nächstes. Achso, bitte. Ich wollte nächstes Thema das Komische übergehen. ist, ich habe das Gefühl, dieser Kodex ist wirklich, besteht zu 90% aus diesen Gotchas. Weil wir reden und ich bin so im Kopf so, ja, vielleicht soll ich noch erwähnen den Pregame-Move. So. So, ja, Und ja, den sollte stimmt. man noch erwähnen. So. Aber es Ja, ist ja, halt ja. das Nächste. Und Okay, ja. das ist eine wichtige Sache, die man auf dem Schirm haben muss. Und das ist zwar, es gibt einen Warlord-Trait. Und wir wissen ja schon von Anfang unseres Segments, wir sind wie bei Chaos-Dämonen stark auch von den Warlord-Traits beschränkt. Wir dürfen immer nur dem Warlord einen Warlord-Trait geben und wir dürfen insgesamt auch nur einen nehmen. Das heißt, wenn Angron auf dem Feld steht, ist das quasi komplett irrelevant, was wir jetzt sagen. Ist das einfach nicht existent für dieses Spiel. Wenn Angron nicht auf dem Feld ist, dann kann es sehr gut sein und es ist sehr wahrscheinlich,
dass, wenn wir gegen World Eater spielen, nee, gar nicht, ist es egal, ob wir World Eater spielen, ne? Dann. Naja, Angron ist mandatory bei Disciples. Ach, Also genau, stimmt, genau. Disciples Wenn muss immer Angron haben. wir World Eater spielen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass. Lord Invocatus, Genau, dass unser der Gegner Corn Demon auf dem den Juggernaut. fröhlich rumspringenden Juggernaut spielt, der sogar Fly hat. Wo wir auch schon vorhin mal gesprochen hatten, dass es sozusagen eins der neuen Modelle ist. Und der sagt, zwei World-Eater-Einheiten dürfen eine Core-Einheiten, Achtung, Core, also auch wieder nicht die Exalted Eight-Bones, keine Fahrzeuge, keine Charakter und so weiter, aber zwei World-Eater-Core-Einheiten dürfen eine Scout-Bewegung machen, also nachdem klar ist, wer anfängt, sich nochmal normal bewegen. Achtung, es ist eine komplett normale Bewegung, das heißt auch, ne, da sind wir bei den normalen 8-Pound, weil wieder bei 11 Zoll Bewegung mit dem 2 plus 2 Buff. Allerdings, und das ist ganz wichtig, irgendwie sind hier im Warp bestimmte Beschränkungen verschwunden gegangen, die sonst alle Scout-Bewegungen immer haben. Nämlich, man muss keinen Abstand vom Gegner halten. Normalerweise sind ja Scout-Bewegungen immer, darfst nicht an 9 Zoll zum Gegner ran. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie Scouts habe oder irgendwelche anderen, whatever, Infiltratoren, einer oder Redlings oder so weiter, kann ich die auch teilweise ganz aggressiv an die gegnerische Aufstellungszone stellen und sagen, nee, du kannst hier nicht lang. Jetzt besteht die einzige Möglichkeit, wie man diese Scout-Bewegung blockt, wirklich durch, sage ich mal, physisches Blocken von Basen und von Engagement-Ranges, dass der Gegner da nicht durch dich durchlaufen kann. Das heißt, selbst wenn du eine komplette Kette an Modellen vor die gegnerische Aufstellungszone infiltrierst und 9 Zoll von dir weg bist, wird der Gegner sich immer noch 8 Zoll auf dich zubewegen. So, das ist der zweite Take, der zweite Teil des ersten Teils, Podcast 68. So, Arne, ich erkläre mal ganz kurz, wie man den Scout-Move blocken kann. Man kann diesen Scout-Move nämlich tatsächlich gar nicht blocken, wie man das von den anderen gewohnt ist. Man kann ihn nur blocken, indem man ja die Modelle davor stellt und der Gegner dann selber nicht. Also man kann sie nur quasi wie einen normalen Move-Block blocken, indem man da steht, wo der Gegner nicht stehen darf dann. Genau. Also der Gegner darf ja trotzdem nicht in Engagement Range von dir laufen. Aber er darf halt bis an deine Engagement Range ranlaufen mit diesem Scout-Move. Das ist ein krasser Was Unterschied. es macht wirklich einen großen Unterschied. Das bedeutet auch, dass wenn man eine Ruine hat, in die man sich gerne reinstellen möchte, zum Beispiel wenn der Gegner anfängt, die Ruine ist knapp außerhalb der Deployment Zone, kann man sich einfach safe dorthin stellen und wissen, ich werde bei meinem Pre-Game-Move in die Ruine reinlaufen. Und da kann der Gegner auch nichts gegen machen, weil in die Ruine, wenn die innerhalb von 9 Zoll von der Deployment Zone ist, kann der Gegner ja nichts reinstellen, weil er so weit vorher nicht scouten darf. Und dann kommt man da immer rein. Also du kannst diesen Scout-Move, ach, der ist einfach auch wieder, gibt einem so viele Möglichkeiten im Spiel. 11 Zoll scouten mit den normalen 8-Bound und dann einfach in der Bewegungsphase nochmal 11 Zoll bewegen, bringt dich 22 Zoll das Board runter. Und da muss der Gegner total aufpassen. 22 Zoll das Board runter, wenn er unvorsichtig rumsteht, kann es halt sein, dass dann sofort Turn 1 8-Bound in die Deployment Zone reinchargen und einfach mal irgendeine wichtige Unit verprügeln, so Kazakin, ein Command Squad, irgendwie sowas, was du eigentlich brauchtest. Einfach mal die gesamte Astronidarum-Armee tanken. Ja, sure, so. Also, ehrlich gesagt, ich glaube, drei 8-Bound sind durchaus in der Lage, also so ein Squad von drei 8-Bound ist wahrscheinlich in der Lage, zwei Guard Units zu fressen. So mit den 7 Attacken pro Modell. Kann man Stimmt. schon mal machen. Das gibt richtig viele, und das bringt dann halt auch richtig Early Blood Points, wenn der Gegner nicht da sehr aufpasst. Und ja. Und das ist, glaube ich, auch ein, also dieser Warlord Trade ist einer der Gründe, warum, glaube ich, Angron immer wieder schwierig ist, in die Liste zu integrieren, weil wenn man Angron spielt, dann kann man diesen Warlord Trade gar nicht mitnehmen. Man kann ihn auch Angron nicht geben und so. Das heißt, wenn ihr Angron auf der anderen Seite seht, dann seid ihr sicher, es gibt keinen Scout-Move. Ich habe die Erfahrung gemacht,
Also man kann trotzdem den Gegner noch einigermaßen blocken, weil er muss natürlich dann auch komplett um den Screen rumlaufen, wenn man irgendwie was, sag ich mal, sehr, sehr nah beim Gegner hinstellt. Andererseits kann man auch noch screenen, wenn man, also zum Beispiel mit Guardsman jetzt, näher quasi sozusagen den Screen an seiner eigenen Aufstellungskante hinstellt und sich dann, sag mal, 4 Zoll dahinter stellt, dann kann natürlich diese 8-Bone-Einheit dann chargen und die Einheit verprügeln. Aber man hat halt nicht so viele Waffen, Schusswaffen in der World Eater Armee. Das heißt, ein normaler Screen ist tatsächlich, also ein Screen, der nah bei einem selber ist, ist sehr viel effizienter, als das vielleicht, keine Ahnung, ist aber gegen Elder oder sowas ist, ne? Gegen Elder kommen halt raus, schießen dir deinen Screen weg und die Banshees chargen trotzdem ihren Fate Dice plus W6 irgendwie in deine Reihen rein. Klar. Da lohnt sich quasi kein naher Screen bei dir, da willst du immer einen nahen Screen beim Gegner haben. Ja. Hier ist auch noch wichtig zu sagen, wenn man jetzt im Kopf schon so 2 und 2 zusammenzählt und irgendwie sagt, oh, dann kann man ja 8-Bound Pregame moven und dann vielleicht ein Loch in den Screen schießen und da durchchargen und dann was taggen und dann hinterher konsolidieren. Das geht nicht. Disciples of the Red Angels müssen Angron nehmen. Angron nehmen heißt, du hast nie den Pregame-Move. Wenn du nicht Disciples of the Red Angels hast, können deine 8-Bound nicht Leute trappen, weil die 8-Bound nicht den Consolidate-Strategem haben. Und Exalted 8-Bound sind nicht Core. Das heißt, die können nicht Pregame-Move. Also da haben sie tatsächlich immer so gerade so noch die Kombos sozusagen verhindert. Wir nehmen zum Beispiel, die Dinge, die trappen dürfen, dürfen nicht Pregame-Move. Ich glaube, wir haben es vorhin nicht ganz gesagt, bei man darf mit den Angels, wie heißt das Ding? Disciples of the Red Angels, darf man Dämonen alliieren. Achtung, die kommen nicht in das eigene Detachment, sondern man hat dann einen Korn-Dämonen alliierten Detachment. Aber man darf keine Chaos Knights, also keine Dreadblades reinnehmen, weil die sind ja keine Korn-Dämonen. Ja. Das heißt, also gegen eine Angron-Liste, die diese Disciples-Liste ist, wo die Exalted Eightborns am besten nochmal eigentlich sind, weil sie auch Obsec haben und Steller und alles Mögliche, hat man quasi noch weniger Beschusswaffen. Außer man zählt jetzt den Beschuss auf Landwäldern als Beschuss. Keine Ahnung. Also, kann man zählen, wie man möchte, ja. Also der tötet, also das ist kein Beschuss, der sozusagen den Screen zuverlässig tötet oder effizient. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben eine Menge abgehakt. Ich glaube, das sollte die Leute ganz gut vorbereitet haben. Ich hoffe, ihr habt hier eine Menge mitgenommen. Wir wollen noch mal kurz in die Secondaries schauen, weil das gerade bei den World Eaters, finde ich, noch mal stark deren Art, wie sie spielen können und wie man, also auch was sozusagen hilft, da zu wissen, wie sie spielen, damit man dagegen spielen kann, ausmacht. Also wir haben schon sogar vor dem Release dieses Codex über das Arcs of Omen Grand Tournament Buch oder wie auch immer das heißt, Secondaries bekommen, die für World Eaters exklusiv sind. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3, ne? Also, oder vielleicht gibt es 4, aber es gibt nur 3. Drei Stück, okay. Das erste ist aus dem Purged Enemy Bereich, also aus Töte Einheiten. Also, das erste, da muss man den Namen erwähnen. Das ist Blood for the Blood God. Und entsprechend kriegt man immer einen Victory Point für jede Einheit, die man im Nahkampf tötet. 2 Victory Points, wenn man Monster, Charaktere oder Fahrzeuge im Nahkampf tötet. Solange, und das ist wichtig, man in dieser Runde nicht zurückgefallen ist. Battle Round, Runde. Genau. Das heißt, wenn man das Secondary pickt, nicht zurückfallen und sich im Nahkampf prügeln. Und das klingt irgendwie nach einem Plan. Ehrlich gesagt, das Secondary pick ich, wenn jetzt der Gegner nicht gerade Knights spielt und Bring It Down einfach besser ist, denke ich, ist Blood for the Blood God fast immer einfach so der, passt, Secondary. Es ist halt einfach, ich töte eine Unit, ich krieg einen Punkt, ich töte was Großes, ich krieg 2 Punkte. Es capped auf 4 Punkte pro Battle Round, was auch ganz angenehm ist. Ich finde es tatsächlich das Schwächste von den 3 Secondaries. Oder? Ich finde das nächste.
Aber das ist, also ich finde Blood God, Blood for the Blood God finde ich, dadurch, dass du es in 4 Runden maxen kannst, ist es, es zwingt dich nicht so early zu fighten, so sofort. Runde 2 irgendwie mal 2 Units töten oder ein Fahrzeug töten oder so und dann anfangen ab Runde so 3, 4, 5 einfach immer die Kills zu maxen, weil man einfach auf dem ganzen Board überall am Prügeln ist. Ja. Maxt eben diese Secondary. Also ich finde es ein relativ angenehmes. Dann haben wir The Blood Gods Do. Aus der No Mercy-Kategorie, Grind and Down and No Prisoners. Genau. Das eben entsprechend ist die Überlegung hier immer, pickt man das oder pickt man No Prisoners aus dieser Kategorie? Grind and Down ist nicht so ein fantastisches Secondary für die World Eaters, ehrlich gesagt, weil man doch gerne sterben will. So doof das jetzt klingt. So die Chaos Spawn und die Rhinos und genau. Man hat halt so viele, also zumindest meine Liste hat viel MSU dabei und ist auch ganz happy, wenn mal ein paar Einheiten sterben. The Blood Gods Do ist genau andersrum und will genau das. Am Ende jedes Spielerzuges, und das ist wichtig, eigener Zug und gegnerischer Zug, kriegt man einen Victory Point für jeden Objective Marker, der drowned in blood wurde, der in Blut getränkt wurde. Das heißt, um einen Objective Marker in Blut zu tränken, muss eine Unit in diesem Zug gestorben sein, ist egal wie, die den Zug auf dem Marker begonnen hat. Das bedeutet, was ich da schon gesehen habe, ist zum Beispiel, eine Unit startet, eine gegnerische, startet auf einem Marker, läuft auf mich zu, charged mich, stirbt an meinem Fight on Death. Ich habe den gegnerischen Marker in Blut getränkt. Dahin. Das ist jetzt sogar schon die komplizierte Variante, ne? Ja, klar. Gut, die einfache Variante ist, ich laufe meinen Chaos Spawn auf den Mittelmarker und kriege einen Punkt, wenn er stirbt. Sure. Aber es ist eben, es scored sozusagen, es ist nicht nur, okay, die Unit stirbt auf dem Marker, sondern es, die Unit, die auf dem Marker gestartet hat, stirbt. Deshalb wollte ich das Beispiel nehmen. Genau, wir müssen wirklich, also wir können am Anfang jedes Spielerzuges schauen, welche Einheiten sind alle auf Markern. Und wenn eine von diesen Einheiten stirbt, sind die wegen Marker, auf denen sie gestartet sind, in Blut getränkt. Genau. Wie läuft das so in den Spielen ab, von deinen Erfahrungen her? Ist das irgendwie, also das ist ja am Ende, ist es am Ende jedes Spielerzuges, also theoretisch kann man, selbst wenn es nur um einen Marker, sagen wir, nur um den Mittelmarker geht, ne, könnte es sozusagen immer 2 Marker pro Runde geben. Hey, 2 Punkte, sorry. Ja, also ehrlich gesagt, schwierig, schwierig. Ich score es ganz gut dafür, dass meine Units auf Markern sterben. Dafür hat man die Chaos Spawns dabei, dafür hat man so. Aber immer wenn ich das picke, passen die Gegner so auf, dass sie nicht einfach, you know, hier jetzt so Sachen, also keine Ahnung, wenn du vorhast zu screenen, dann steht dein Screen eben nicht auf dem Marker und dann steht dahinter ein Fahrzeug auf dem Marker und all so eine Sachen. Also du kannst das schon immer ein bisschen beeinflussen. So wie Shock Assault, ne? So wie Shock Assault, aber Shock Assault ist viel schwerer zu verhindern. Weil Shock Assault sagt, ich habe 3-mal im ganzen Spiel einen Marker geflippt, 12 Punkte. Ich habe ein 4. Mal Marker geflippt, Max-Punkte. Hier ist es, okay, ich habe irgendwie 5-mal dieses Spiel einen Marker geflippt, 5 Punkte, cool. Jetzt hat mein Gegner noch 5-mal in diesem Spiel einen Marker geflippt, okay, 10 Punkte. Jetzt haben wir in 5 Battle Rounds nochmal einen 2. Marker im gleichen Zug geflippt, okay, jetzt ist es gemaxt. So. Also, ja, hier ist es nicht das Marker flippen, hier ist es Unit auf Marker töten. Oder Unit, die auf Marker gestartet hat, muss sterben. Und es gibt ein paar so random Interactions, wo es doch noch passiert, dass eine gegnerische Unit, die von einem Marker kommt, dann im gegnerischen Zug noch stirbt und solche Sachen. Passiert schon, aber ehrlich gesagt ist diese Secondary safe ein paar Punkte, wenn man nichts Besseres hat. Aber ernsthaft über Grind nachdenken, wenn man aus der Secondary-Kategorie was picken will.
So. Weil die meisten Listen geben halt auch irgendwie 8 bis 10 Grind ab. Und dann. Ja, No Prisoners meinst du? Sorry. No Prisoners, ja. Die meisten Listen geben halt auch 8 bis 10 No Prisoners ab. Und die sind vielleicht einfacher zu kriegen. Also, das Secondary ist cool. Und ist sehr fluffig. Und ich finde irgendwie den Namen und dass es die Marker in Blut tränkt, das ist alles super schön. Aber es scored einfach ein bisschen zu wenig. Also ich habe mich jetzt gestern in diesem Melee versus Melee Matchup gegen die Custodes auf Mission 22 um alle drei Marker in der Mitte geprügelt fürs ganze Game. Mhm. Und am Ende hatte ich 7 Punkte auf diesem Secondary. Und war so, das ist jetzt irgendwie weniger, als ich erwartet habe. Also es ist eigentlich am besten, wenn beide so MSU haben, ne? Viele kleine Einheiten. Ja, wenn beide MSU Trading spielen und auf Mission 13 spielen. Und es um alle Mittelmarker gekloppt wird. Sure. Aber also, wenn der Gegner nicht ganz viele Einheiten auf Markern hat, ich weiß nicht. Also ich find's schwer. Ich finde dieses Secondary tatsächlich nicht so einfach. Ja. Und dann aber haben es wir erlaubt das dritte. Dir, aber man muss trotzdem sagen, dieses Secondary von deiner Seite her belohnt es eben, Trading zu spielen. Also mit einzelnen Einheiten, drei Eightbounds, 5 Berserkern, auf den Marker gehen, was erschlagen oder auf den Marker gehen und erschlagen, erschossen werden. So. Genau. Also ja, jedes Mal, wenn du anfängst und oder so, wenn der Gegner anfängt oder auf den Mittelmarker läuft, sofort, weil er dir einen Gefallen tun will und du sofort ab dem Zug an anfangen kannst, immer etwas auf dem Marker töten, dann auf dem Marker sterben, dann etwas auf dem Marker töten, dann auf dem Marker sterben, dann kriegst du deine 9 Punkte zusammen von dem Secondary. Wenn du wirklich das gesamte Spiel durch jede Runde auf dem Mittelmarker tradest. Aber ich sag mal so, wenn dein Gegner genau das macht, scored Shock Tactics eine 20. Und das hier scored eine 9. Also es ist schon ein bisschen, schwächer. So. Mhm. Das dritte ist aus Pile the Skulls. Genau, Battlefield Supremacy. Das finde ich sehr komisch, dass es da drin ist. Ja, das gehört da nicht rein, vom Theme her. Aber ja. Das ist okay, weil es wär noch unfairer, wenn das hier in irgendwie No Mercy oder so wäre. Mhm. Weil dann könnte man auch noch Behind Enemy Lines zusätzlich picken. Mit den World Eaters, was sie recht gut könnten. Pile the Skulls ist am Ende jeder Battle Round kann man Blutpunkte zahlen. 1, 2 oder 3 Blutpunkte. Und wenn man das macht, kriegt man Victory Points. Einfach so. Also man kann die einfach kaufen, sozusagen. Mit den Blutpunkten. Und es ist, man kann für einen Blutpunkt 2 Victory Points, für 2 Blutpunkte 4 Victory Points und für 3 Blutpunkte 5 Victory Points kaufen. Das bedeutet, man kann für 8 Blutpunkte 15 Victory Points kaufen. Also eigentlich 16. Aber den 16. kriegt man ja nicht. Und 8 Blutpunkte sind natürlich cool. Das ist einmal nochmal eine Ability mehr anlocken. Oder bei den billigen Abilities sogar 2 Abilities anlocken. Aber 15 Victory Points sind cooler. Also ich würde sagen, das ist das Inflexible Command der World Eaters. Nicht ganz. Du musst diese Blutpunkte halt dafür zahlen. Du musst die zahlen. Aber wie will, also ja, sag mir einen Spielverlauf, in dem du nicht 8 Blutpunkte hast. Ich sag dir einen Spielverlauf, in dem ich lieber für diese 8 Blutpunkte plus 1 to hit und Exploding Sixes gekauft hätte, weil ich dann mehr Schaden hätte. Und welches Secondary hättest du dann stattdessen lieber genommen, das dann auch noch besser gepunktet hätte? Nee, gibt's ja nicht. Also deshalb habe ich Pile the Skulls genommen. Genau. Aber sozusagen, ich glaube, es ist nicht so stark wie ein Flexible Command, weil ein Flexible Command hat keine Opportunity Cost. Okay, ja, gut. Ja, so. Stimmt. Okay. Weil ein Flexible Command, um zu scoren, musst du in Range von deinen Auras stehen und Dinge töten. Und beides wolltest du von Anfang an tun. Und die Guardspieler, ja. Und die Guardspieler haben auch herausgefunden, dass du quasi auch mal auf ein Flexible Command verzichten kannst und mal ein paar Punkte nicht machen, weil nachher macht er trotzdem wieder 5er Runden. Das Secondary, was 25 Punkte pro Spiel scoren kann, wo man also 10 Punkte einfach liegen lassen kann und trotzdem es maxt. Ja, ja, genau. Da kann man auch mal ein paar Punkte liegen lassen. Hier
Man muss in der zweiten Battle Round den ersten Punkt anfangen zu zahlen, dann in der dritten und vierten jeweils 2 und in der fünften Battle Round 3 Punkte zahlen. Dann maxt man das Secondary, das ist genau 15. Also 2 Punkte, 4 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte. Wenn man das macht, hat man immer die 15. Das sollte man auch immer hinkriegen. Wenn der Gegner wirklich nichts getötet hat und man selber auch nichts getötet hat, weil der Gegner sich komplett da hinten verkriecht, dann ja, dann schreib halt die 45 Primary auf. So, dann steht man halt auf allen Markern und dann muss man halt anfangen, die Chaos Spawns in die gegnerische DC zu chargen, um versuchen zu sterben. So, aber das ist kein echtes Spiel, wo man diese Blutpunkte nicht kriegt. Wahrscheinlich gibt es lustige Spielverläufe, wo der Gegner irgendwann versucht, nicht mehr Dinge zu töten oder nicht zu sterben und nur für den wegrennt. Gerade so im Teamformat, aber das ist halt natürlich, also ja. Zur Not bewegst du dich halt auch mit 8 Pounds oder mit deinem Charakter da irgendwie 11 bis 12 Zoll und genau. Du kriegst den dann auch irgendwie. Du kriegst den tot gechased, auch wenn er versucht wegzurennen und die Punkte zu denyen, du kriegst den tot gechased. Mhm. Also das ist ein Auto 15 Secondary, aber es hat die Opportunitätskost, dass man sich weniger Upgrades kauft, wenn man dieses Secondary wählt. Im Turnier würde ich sagen, pick es immer. Plus 1 to hit ist nicht. Wenn du mich fragst, hättest du lieber plus 1 to hit oder 5 Victory Points mehr? Ich glaube, ich nehme die 5 Victory Points. Ja, vorhin sind ja, warte, plus 1 to hit ist doch wie viele Blutpunkte? Ach so, das sind 4 Blutpunkte, das sind 8 Victory Points. Das sind quasi 8, genau, das sind quasi 8 Victory Points. Also. Ja. Also für 8 Blutpunkte 15 Victory Points. Das heißt, 12 Victory Points oder 6 Two-Hit-Auto-Wunden. Ich nehme die Victory Points. Stimmt schon. Das sind die Secondaries. Ja. Was man noch sagen sollte, ist, World Eaters spielen Banner sehr gut. Klar, weil du zumindest halt nicht die Codex World Eaters, World Eaters, nicht die Disciples. Weil du halt einfach auf den Markern stehst, sie mit heroischen Interventionen verteidigst, viel Obsec dabei hast. Und viel Infanterie spielst. Und es, wenn du das kombinierst, also sowohl mit Pile of Skulls, wenn der Gegner versucht, deinen Banner zu verweigern, gibt dir ja auch wieder Punkte, an Blutpunkte, ganz klar. Also sozusagen, selbst wenn du dir einen Banner verweigert, kriegst du dafür was. Wobei du wahrscheinlich die auch noch anders kriegen sollst, aber und auch mit dem The Blood Gods Do ist quasi. Ja, auch quasi, also wenn der Gegner versucht, hier Banner wegzunehmen, dann tränkt er die Marke in Blut stattdessen. Ja, ich finde, also die Kombination kann man spielen. Ich würde tatsächlich das Kill Secondary, Banner, Pile the Skulls. Weil es ist super simpel. Das bedeutet, du musst nicht dir Gedanken machen, auf welchem Marker du jetzt welchen Gegner tötest und sondern es ist wirklich, du kriegst Punkte, wenn du Einheiten tötest, du kriegst Punkte, wenn du Marke hältst. Und das ist halt so richtig so, das ist, was du haben willst. Du kriegst Punkte, wenn du deine Marke hältst und wenn du Einheiten tötest. Cool. Spiel gutes, cleanes 40k und krieg dafür Victory Points. Easy. So. Genau, und im Worst Case, also wenn du sozusagen nicht zu früh die Materialschlacht verlierst und der Gegner dir alle deine Banner abreißt, kriegst du immer noch die 15 auf den Pile the Sky. Aber wenn du quasi schaffst, sozusagen einen relativ ausgeglichenen Kampf zu haben, dann machst du halt deine Bannerpunkte. Keine Ahnung, sag ich mal, 10. Ja, schon. So, weil der Gegner quasi nicht über die Mittellinie vernünftig rüberkommt. Und du machst halt auch irgendwie. Ich bin mit dem Blood, vor dem Bloodcode immer noch nicht so richtig zufrieden, aber da, also sagst du, du machst dann 10 Kills oder sag ich mal 7 Kills plus Charakterfahrzeuge? Frag dich mal andersrum. Pile the Skulls, wie viele Kills muss ich machen, um das zu maxen? Ich muss 15 Mal Marker in Blut tränken oder der Gegner muss Marker in Blut tränken. Und also es kommt vielleicht drauf an, wenn der Gegner wirklich keine Fahrzeuge dabei hat, auch keine Monster und wenig Charaktere. Und also ich denke daran, weil ich habe das, Dukari haben ja das eine ähnliche Variante, Take Them Alive, das tatsächlich sogar für Charakter, also es geht nicht, du kriegst auch immer einen Punkt für den Nahkampfkill, du kriegst tatsächlich sogar 3 extra Punkte, also 4 Punkte, wenn du ein Monster oder einen Charakter tötest. Und es ist auch 5 gecapped. Ja. Und ich fand es immer richtig schwer. Aber ich meine, ich
Dukari haben ja auch stark unter den ganzen Nerfs gelitten und sind halt quasi nicht zu einer Armee gekommen, die quasi sagt, ja klar, also Materialschlacht bin ich halt even so und bin halt gleich mit dir auf und wir prügeln uns halt und ich werde schon meine Kills kriegen, sondern es war eher so ein bisschen, oh, blöd, wenn er jetzt der ist, der zu viel aushält, dann kriege ich plötzlich meine Kills nicht oder ich komme nicht an, weil ich vorher zerschossen werde. So. Und Drukhari arbeiten doch mehr mit Lanzen noch und so Lanzen, Blastern, bla. Die sind schon mehr mixed, teilweise mehr mixed, genau. Approach, ja. Mhm. Und World Eaters haben ja wirklich so, also der Emphasis auf Melee könnte nicht mehr sein. So. Also willst du vielleicht sagst du ja gerade, wenn du bei Blood for the Blood Ghost quasi keine Punkte scorest, dann verlierst du das Spiel gerade eh. Ja. Und wenn du bei Blood for the Blood God keine Punkte scorest, dann hättest du auch bei The Blood Gods Do nur 5 Punkte gescored. Weil wenn du nichts vom Gegner tötest, dann sind ja die einzigen Marker, die in Blut getränkt werden, wenn der Gegner dir deine Marker wegnimmt. Das heißt, wenn jeden Zug der Gegner dir deinen Primary wegnimmt und Units auf deinen Markern tötet, dann scorest du nichts. Dann verlierst du haushoch das Spiel. Mhm. Das heißt, sozusagen, wenn der The Blood Gods Do, wenn das Secondary gut läuft und man hin und her die ganze Zeit Einheiten tradet, dann würde man beide Secondaries scoren. Und da finde ich persönlich, also es kommt auch ein bisschen auf die gegnerische Armee an natürlich, right? Mhm. Aber ja, gerade wenn der Gegner irgendwelche Fahrzeuge hat, ich krieg lieber 2 Punkte pro Fahrzeug als 0. So. Ja, verstehe schon. Vielleicht ist auch ein bisschen, ob es ein, sag ich mal, ein Sieg-Matchup oder ein Niederlagen-Matchup ist, ne? Also Blood Gods Do ist vielleicht besser, wenn du eh schon das Gefühl hast, okay, eigentlich mein Gegner wird mich zusammenschießen oder von der Platte prügeln. Und dann konzentriere ich mich halt, okay, in meiner Runde schaue ich, dass ich dir eine Einheit töte auf dem Marker und dann meine Einheit mindestens so stelle, dass das ein Fuß auf dem Marker steht, damit ich dann quasi immer 2 Punkte kriege. Während ich bei dem anderen quasi insgesamt meine Kills anhäufen muss. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man quasi, man kann quasi ein verweigernderes, mehr auf die Mission gerichteteres Spiel spielen, wenn man einfach nur The Blood Gods Is Do spielt. Sure. Okay, ja. Weil zum Beispiel, wenn ich sage, okay, du wirst immer, also ich schaue, dass ich immer, jede Runde ist mein Hauptziel, mit meinen 11 Zoll bewegenden Typen irgendeine Einheit auf dem Marker zu töten und dann mit der Einheit zu sterben. Wenn ich das 5 Runden lang hinkriege, habe ich halt auch 10 Punkte. Finde ich halt ein gutes Secondary. Dafür, dass ich halt sowieso wahrscheinlich dem Gegner dann auch 5 Runden lang immer Primärpunkte mal irgendwo verweigert habe. Weiß nicht, vielleicht. Also wenn ich eh ins In-Losing-Matchup ist, wird der gleiche Gegner trotzdem seine Primärmaxen so. Aber ich habe immerhin 10 Punkte hier, während ich quasi bei Blood for Blood God habe ich quasi mit diesen 5 Kills auf fünfmal auf dem Marker eben nur die 5 Punkte oder 5 bis, sage ich mal, 6, 7, weil es halt noch Fahrzeuge waren. Ja, aber jetzt anderes Szenario. Ich spiele gegen Tau. Ich weiß, der Tisch ist zu offen. Ich weiß, die werden mich zusammenschießen. Ich kann jetzt irgendwie 3 Punkte scoren auf The Blood Gods Do, weil 3-mal mein Homemarker in Blut getränkt wird. Weil die mich halt in drei Runden tablen und auf dem Homemarker zusammenschießen. Oder ich kann irgendwie zumindest, sozusagen, also so, weißt du, wenn ich zumindest die Krothunde verprügel und so, kriege ich ja 1 Punkt pro Kill. Also du kannst mehr Punkte Blood for the Blood God in kürzerer Zeit scoren. So. Wenn du weißt, du hast irgendwie 3 Runden zu leben in diesem Matchup, kannst du in 3 Runden 12 Punkte Blood for the Blood God holen. Wenn du einfach wild auf die Riptides einprügelst. Für 2 Punkte pro. Und die Krothunde für 1 Punkt each. Während du mit Marker in Blut tränken, you know, in 3 Runden halt realistisch nicht mehr als vielleicht 6 Punkte kriegst. Also es kommt drauf an. Vielleicht ist Tau auch das falsche Beispiel, weil Tau hat so eine Tendenz, dich zu töten, ohne dabei zu sterben. Mhm. Was rusht einen denn aktuell so schön in der DZ? Orks. Orks rushen einen richtig schön in der DZ. Wenn ich werde Orks, gleich von klar, Orks verprügelt. Ja, wenn du mit Orks dich, na klar, dann machst du auch deine Kills. Ja. Wobei mit den Orks, aber der macht deine Kills bei dir und du machst die Kills auch. Weißt du, was ich auch gerade, als ich mir das Shadow nochmal durchgelesen habe, was mir gerade aufgefallen ist, dass du, wenn ich es richtig lese,
gar nicht zwei Einheiten brauchst für zwei Marker, sondern du könntest theoretisch eine 5er-Berserker-Einheit jetzt mal über zwei Marker-String. Auf zwei Marker-String, dann sind die beide auf dem Marker gestartet. Der Tau schießt die weg und du kriegst zwei Punkte. Stimmt. Könntest du. Könntest du. Ich weiß nicht, ob das die Art und Weise ist, wie wir unsere Berserker-Units verwenden können in dem Matchup. Aber ja. Also, wenn die davor noch einmal Hunde. Egal. Okay. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Der Tau wird dir nicht den Gefallen tun, die Krothunde auf deinen Marker zu stellen. Das wird er nicht machen, das stimmt. Was heißt das für die Gegner der. Ich wollte gerade Iron Hand sagen, der. Valditas. Ja. Nummer 1. Pile the Skulls. Das Secondary sollte man als Gegner ignorieren. Ja. Versuchen, nicht gegnerische Einheiten zu töten, um nicht Blutpunkte zu geben, um dieses Secondary zu verhindern, ist eine Trap. Mhm. Er braucht 8 Blutpunkte im gesamten Spiel, um das Secondary zu maxen. Die wird er kriegen. 8 Units werden sterben. Die Armee hat irgendwie 20 Units. Und die Rhinos zählen doppelt. Und das heißt, deine Einheiten werden auch sterben, wenn du dich nichts beim Gegner tötest. Genau. Das heißt, früher oder später kriegt der das Secondary gemaxt. Aber das heißt nicht, dass man Turn 1 alle Chaos-Spawner schießen sollte. Also, ja, Pro-Tipp. Pro-Tipp, spring nicht mit den Crisis rein, töte alle Chaos-Spawns und fade. Auch wenn du danach safe stehst, sagt er einfach nur, oh danke, plus one of charges von Turn 1 an. Cool, danke. Weil so wichtig waren die 25 Punkte. Wenn die Chaos-Spawns im Offenen stehen, ist es wahrscheinlich auch eine Falle. Ja. Der Chaos-Spawn, der auf den Mittelmarker rennt, da ehrlich gesagt ist jetzt wieder der Fall. Also die, sozusagen, denk drüber nach. Okay, jetzt hat er einen Chaos-Spawn auf den Mittelmarker gestellt. Jetzt muss ich mich um den kümmern. Wenn du jetzt aber anfängst zu sagen, okay, jetzt stelle ich meine Ranger zu ihm auf den Mittelmarker und deny den Point, ohne den Chaos Spawn zu töten und dadurch deny ich einen Punkt auf dem Secondary und weil der Marker nicht in Blut getränkt wurde und deny noch einen Blood Point, dann bist du eventuell einfach sozusagen too cute, weil jetzt sterben deine Ranger for free. Wenn du einfach von Long Range den Spawn hättest erschießen können. Ja. Und sozusagen, so wertvoll sind die Blutpunkte auch wieder nicht. Und wenn du anfängst, Units zu verlieren, um. Leute, Blutpunkte ignoriert zu die denyen, Blutpunkte. Ignoriert die Pile of Scrap, ignoriert es einfach. Nein, genau. Ignoriert sie nicht ganz. Aber sozusagen, mach nichts, was dich was kostet. Ja. Um Blutpunkte zu denyen. Ja. Das lohnt sich nicht. Wenn das Marker Secondary gepickt wird, stellen. So, Vehicles auf Marker ist immer geil und nicht sozusagen nutzlos Punkte feeden auf dem Secondary, aber sonst auch so ein Fall von so viel scoret es auch nicht. Also wenn du anfängst, Primärpunkte zu verlieren, um das Secondary zu scoren, dann hast du was falsch gemacht, weil es irgendwie ein Punkt pro Marker ist und du kriegst 4 Punkte primär für den Marker. Also auch da wieder. Lieber nicht zu sehr um das Secondary rumspielen. Und zuletzt, ja, I guess, lass dich nicht im Nahkampf verkloppen für das andere Secondary. Ja. Also, das scored halt einfach, wenn er fightet. Also, ehrlich gesagt, auch da wieder, die World Eater Secondaries wollen, dass der World Eater Spieler 40k spielt. Nichts Besonderes. Das heißt, spiel einfach 40k. So. Mach dein eigenes Ding, erschieß die Viecher, passt schon. Ja, wobei man sagen muss, dass die World Eater da relativ gut drin sind, nicht Dinge tun zu müssen, die sie gar nicht tun wollten. Genau. Ne? Also während, keine Ahnung, manchmal, es gibt Secondaries, da musst du eine Aktion auf dem Marker machen, der muss auch auf deiner Aufstellungszone sein, du musst in alle Viertel rein und solche Sachen. World Eaters müssen das nicht unbedingt tun. Genau, gleichzeitig bedeutet es für den Gegner. Bannerhissen ist vielleicht die größte Einschränkung. Ja. Für den Gegner bedeutet es aber auch, du musst nichts Besonderes dagegen tun. Du musst nicht verhindern, dass er die Marker berühren kann. Du musst nicht verhindern, dass er in die Table Quarters kommt. Du musst einfach nur die Attrition gewinnen und cleanes 40k spielen und deine eigenen Secondaries machen. Weil die Secondaries der World Eaters scoren halt so. Aber die machen auch nicht irgendwas krass Besonderes. Die scoren halt einfach so vor sich hin.
Ja. Okay, ich überlege gerade, wie wir jetzt weitermachen hier. Wir haben jetzt eine Menge gecovert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Arne, bis hier schon mal. Wir haben, glaube ich, einen ziemlich guten Überblick für erstmal alle, die gegen World Eaters spielen müssen, gegeben. Ihr habt jetzt einen Überblick, was die Secondaries sind, die auf euch zukommen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen weiter, kurz ein bisschen weiter bohren. Wenn wir gegen World Eaters spielen, meinst du, gewinnen eigentlich eher darüber, dass wir unsere Secondaries besser punkten, dass wir die Materialschlacht schneller gewinnen oder dass wir die Primärmission gewinnen? Weil zum Beispiel, es gibt ja so bestimmte Armeetypen, ne? Gegen Necrons haben wir jetzt relativ schnell herausfinden können, okay, die haben so gute Secondaries, die muss man halt einfach möglichst schnell einmachen, damit die nicht sozusagen auf ihre Sekundärpunkte noch Primärpunkte draufkriegen. Wie würdest du sagen, ist das in der Dynamik gegen die World Eaters? Kommt ein klein bisschen drauf an. Threat Overload World Eaters ist es einfach das klassische, so Current Objective Survive. Nicht wahr? Guck erstmal, dass du nicht getabled wirst von dem Rush und danach kannst du die Punkte scoren. Passt schon. Gegen so taktische World Eaters, die einfach nur 6x5 Berserker in Ruinen stellen und überall Banner hissen und sagen, komm ran, dann muss man so ein bisschen seinen eigenen Plan haben. Und weil sozusagen die Materialschlacht gewinnt sich dann nicht von selber. Da muss man irgendwie die aus den Ruinen rauslocken können oder die so irgendwie ja, da rauskriegen. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich gerade die taktischen World Eaters spiele, weil ich halt einfach sage, ja, es ist nicht so klar, was man dagegen dann macht. Dann muss man halt einfach irgendwie sein eigenes Ding machen, was das Spiel gewinnt. So. Also, es kann jetzt sein, dass man Guard ist und 45 Secondaries von selber scored, weil die das auch nicht ganz tun. Die pingen ja dann auch Banner und Boots on the Ground, was nicht Autoscoring ist. Natürlich, das ist wichtig zu sagen, die World Eaters scoren nicht passiv. Die World Eaters scoren, wenn sie einfach das Spiel spielen, aber sie müssen dafür fighten. Sie müssen dafür den Gegner töten und Blutpunkte kriegen und Kills kriegen. Das heißt, ich muss mich gar nicht so viel, muss mir gar nicht so viel Gedanken machen. Oh Mann, jetzt steht er da und hat nur einen Banner gehisst und ich sehe eigentlich den gar nicht, sondern ich weiß, okay, in Turn 2, 3 muss der auch irgendwann zu mir kommen. Genau, sozusagen, wenn der sagt, okay, ich stelle mich auf alle Marker und hisse Banner, und du sagst, okay, ich stelle mich auf meine Marker und hisse Banner, dann squat er ja erstmal nichts auf Pile the Skull und Blood for the Blood God. Er squat dann erstmal nur auf Banner. Dann steht hier so zwei Spawns so völlig so schicki raus, so haha, ich hätte jetzt gern gleich mein Skull, wie heißt das da, Pile of Skull, Pile the Punkte. Skulls. Und du so, nö, ich schieße nicht drauf. Genau, und das ist dann der Punkt, wo du, wo halt als World Eater Spieler, deshalb musst du anfangen, Druck zu machen. Deswegen hast du den Pregame-Move dabei, deswegen hast du schnelle Eightbound dabei, deswegen stellst du dich auf den Mittelmarker und hast Transporter dabei. Oder so. Und entsprechend musst du halt so ein bisschen so einen Fight vom Zaun brechen. Ja. Ich, von meinen bisherigen Erfahrungen, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel dagegen spielen können, aber so ein bisschen schon, ist, dass ich habe das Gefühl, es gibt immer wieder Armeen, da gibt es mal so, die haben mal so eine hohe Geschwindigkeit oder mal einen hohe Stärke oder hohen Input oder hohe Defensive. Und das auch bei den World Eaters wieder so, wenn irgendwie so der Turn 1 vorbei ist, wo der Gegner dann, wo der seinen Pre-Game-Move hatte, also wo man irgendwie so quasi die ganze Zeit im Kopf war, so, oh Gott, der kann sich jetzt hier 22 Zoll bewegen, oh Gott, kann sich 22 Zoll bewegen, wie kann ich das zustellen, was kann ich hier für einen Screen aufbauen und so weiter. Wenn das weg ist und wenn ich selber nicht mit den World-Eater-Einheiten interagiere, dann sind sie eigentlich, ja, also 11 Zoll ist immer noch nicht wenig, aber sie sind dann auch nicht so super schnell. Also von der einen Flanke Ja. auf die andere zu kommen, ist schon ein ganz schönes Stück. Also war jetzt so für mich so ein bisschen mein erstes Learning nach den ersten Testspielen so, eigentlich würde ich gerne eine Flanke angreifen. Weil wenn ich alle Flanken angreife und versuche so, okay, ich will nicht, dass du jetzt hier 8 Punkte machst, so, sondern ich will dich jetzt irgendwie runterdrücken oder sowas, dann sagt der World Eater, ja cool, okay, auf der einen Seite, da hast du mich jetzt gerade angegriffen, mache ich Fight on Death. Auf der anderen Seite hast du mir jetzt gerade versucht, meinen Marker wegzunehmen, cool, dann mache ich jetzt hier ruhig Intervention. In der Mittelmarker, da hast du jetzt zu wenig oder zu viele Interaktionen in den Schuss reingemacht, cool, da habe ich mich jetzt 2 wie 6 auf dich zubewegt und charge dich jetzt.
Das sind so, oh Gott. Da, also hätte ich einfach mich nur mit der linken Flanke beschäftigt. Ja, hätte es jetzt einmal Fight und Death gehabt. Und die Einheit war von mir ist auch gestorben, aber die anderen Einheiten, die stehen da halt so. Ja, deshalb finde ich Reserven, Transporter, bisschen Beschuss, ist alles notwendig. Du musst für die flexibel spielen können, für die World Eaters. Ja, genau. Okay, genau, damit man es den Gegnern nochmal schwieriger macht, aber Damit dein Gegner nicht sagen kann, oh, dein Pregame-Move ist vorbei, ab jetzt bist du einfach eine 8-Zoll-Move-Fraktion oder eine 11-Zoll-Move-Fraktion da drüben und ich stelle mich außerhalb deiner Charge-Range. Ja. Cool. Arne, wir gehen gleich in den Teil 2 und in Teil 2 besprechen wir und stellen uns die Frage, wie wird Eaters im Meta dastehen und wollen mal gucken, wie in deiner Liste und auch in der Liste, die wir sozusagen schon auf Turnieren gesehen haben oder auch selber vielleicht so in unserer Variante ganz nett finden, man World Eater spielen kann, wo es ein bisschen so quasi in der Liste zusammenkommt, weil wir haben ja jetzt sehr, sehr viele verschiedene Kombos und Gotchas aufgezeigt und vor allem auch immer mit der Differenzierung von den beiden Subfactions der Subfaction, nämlich World Eater, World Eater und Disciples of the Red Angel World Eaters. Genau, das machen wir gleich im Teil 2. Wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt, habt ihr sicher Bock, auch auf den Teil 2 und nochmal genauer reinzuschauen. Wir schauen dann stärker noch, obwohl wir auch immer jetzt so ein bisschen hin und her geswitcht sind, aus der Perspektive, wenn man selber World Eaters spielt, was man dann mit den einzelnen Einheiten machen will, warum wir das so in der Liste sehen würden. Genau, das findet ihr hier entweder direkt auf YouTube als Teil 2 für alle YouTube-Mitglieder oder ihr findet es auch bei Patreon. Link dazu ist in der Video- und auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr uns da für einen kleinen Obolus im Monat unterstützt, kriegt ihr Zugang zu diesem Teil 2 und auch zu allen weiteren. Wenn euch das dann auch nicht genug ist, kann ich auch schon mal sozusagen vorwegnehmen, bei Arne, bei mir oder auch zum Beispiel bei Maite oder Jan könnt ihr auch ein Coaching buchen, einfach auf unserer Webseite breakingheads.de, also wenn ihr sozusagen nochmal personalisiert in die World Eaters reingehen wollt, könnt ihr auch da gerne uns anfragen, wir begleiten dann euer Training und unsere Laufbahn, eure persönliche Laufbahn mit den World Eaters. Ja. Ja, ich konnte so die Perspektive des Gegenspielers nicht so ganz behalten. Ich habe viel zu viel Bock auf World Eaters. Das ist auch immer schwierig, aber also ich versuche ja auch immer nur, den Teil 1 so zu machen, dass wirklich sozusagen auch die Leute, die denken, ja, also mit Korn, das ist eher so, habe ich gar nichts mit zu tun, ich bin eher so der beherrschte Typ. Ja, natürlich. Aber man wird denen ja auf Turnieren entgegentreten. Auf jeden Fall eine sehr coole Armee. Ich freue mich gleich mit dir weiter darüber zu sprechen. Danke Leute fürs Zuhören und wir sehen uns dann im Teil 2 und bis gleich. Tschüss. Bis dann.